auf jeden Fall, das ist der verrückteste Talk von diesem CCC. Und ganz wichtig, er könnte Fleisch enthalten. Ja, also ich warne mal die nicht so fleischessenden Genossinnen und Genossen vor. Vorsicht, es könnte Fleisch dabei sein. Okay, ich darf um das Video abbitten. Video ab. media.ccc.de und Waffel-TV präsentieren. Eine C3-Wok-Produktion. Waffeln. Die Hände waschen, die Eier schlagen, den Zucker schütten, die Milch gießen, das Mehl schütten, den Teig rühren, die Butter schmelzen, Vanillezucker, das Backpulver, die Mate kippen, den Rum trinken, viel Mehl schütten, den Teig rühren, waffeln, 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 die Kühlkette, das Eisen heizen, das Fett sprühen, den Teig gießen, warten, warten, das Eisen öffnen, die Hand verbrennen, die Waffel werfen, heiß. Ja, dann geh du mal hoch, mach das. Ja, mach einfach. Was soll man? Geh einfach auf die Bühne, mach das. Ja, 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 auf. Ja, mach jetzt.
Hallo. Eigentlich sollte das Video noch ein bisschen länger gehen und eigentlich wäre da noch eine Anmoderation gewesen, aber wir sind Profis, wir improvisieren einfach. Willkommen bei der Döner-Waffel-Show. Und hier sind eure Hosts, L3D und Dampfkatze. Hallo. Ja. Ja. Setzen wir uns zuerst mal alle zusammen auf ein Sofa. Boah. Wir beide. Da sind so ein paar Einhörner übrig, ne? Ach ja. Eigentlich haben wir ganz schön viel vorbereitet, ne? Und dann habe ich Moderationskarten geschrieben und alles. Und ich habe jetzt hier 5 leere Moderationskarten. Genau, eigentlich wollten wir im Intro noch was mit Gulasch machen, wegen so einem Tweet, aber das hat sich dann rausgestellt, dass das leider doch nicht so ist. Ansonsten hätten wir ganz oft Gulasch gesagt. Aber der Tobi hat doch dann darunter geschrieben, dass das doch echt war. Echt? Ja. Es ist echt. Es ist echt? Gulasch, 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 Gulasch. Ich glaube, das reicht fürs Erste. Wir freuen uns auf das Gulasch von der Entropia-Küche. Genau. Und dann wollten wir eigentlich anfangen, Waffelteig anzurühren, ne? Irgend sowas hatten wir geplant. Ja, genau. Der Plan ist irgendwie, wir machen Waffeln, wir machen irgendwas mit Döner. Ja. Und einen Sandwich-Maker haben wir auch da. Ja, ich weiß gar nicht, was mit dem, wieso steht er hier eigentlich auf der Bühne? Ich weiß nicht, ich habe nichts geplant. Ich gebe dir mal auch was, dass du wichtiger aussiehst. Oh, jetzt habe ich also was geplant. Also, ja, ja, ja. Ja. Dann lass uns doch mal Teig anrühren. Genau, Teig anrühren. Ja, wir haben ja gerade im Video so schön gehört, wie sich das anhören muss, wenn man so einen Teig anrührt. Also was da so reingehört. Also ich habe da mal was vorbereiten lassen. Eine ganze Kiste voll. Ich glaube, wir haben ein bisschen Waffelteig. Den könnte man da jetzt so zwischen dem Sandwichmaker und diesem Waffeleisen könnte man den anrühren. Ja, wie kam das eigentlich überhaupt dazu, dass wir hier Waffeln überhaupt auf dem Kongress haben? Was ist denn da passiert? Ja, also soll ich sagen, das war halt lecker und man wollte halt 1-2 Waffeln machen und dann ist das eskaliert. Ist doch normal. Das Mehl brauchen wir erst später. Milch, damit fängt es doch an, oder? Das war nochmal die erste Zeile vom Lied. Das war das Ei. Ach, das normalerweise. Ei. Normalerweise. Ja, ich kenne meinen eigenen Song nicht. Genau. Ja, für sowas ist ja dann der Trick hier auf dem Kongress, da gibt es Helfer. Ja. Normalerweise heißen die Engel, nur ja, weil wir cool sind, nennen wir die natürlich Einhörner. Und haben wir hier vielleicht ein Einhorn, was uns helfen kann? Ja. Dann mach uns mal Waffelteig. Ich habe hier schon mal für dich angefangen. Ich habe die Eier schon mal geschlagen. Ja. Was kommt denn da denn noch alles rein? Ja, das ist jetzt so eine gute Frage. Ich habe hier so eine ganze Kiste. Ich habe hier noch Ach, Knoblauch. Knoblauch? Ich habe auch Wer möchte Knoblauch in sein Waffelteig? Ja. Okay, Mist, das ist eine Übermenge. Ja, glaub, ja, dann, das ist ein Ja. Dann brauchst du noch ein Messer. Können wir noch ein Messer kriegen? Messer, aber ich sag dir was. Ja? Wir brauchen ja noch was. Was denn? Butter. Butter? Genau, und die gehe ich jetzt nämlich um. Stimmt, dann holst du mal Butter und jemand anders holt ein Messer. Setz sie mal da. Ja. L3D, ich mach da mal weiter. Was würdest du denn als nächstes in den Teig kippen? Ja, also du weißt ja, wie das geht. Zucker? Ich habe gerade tatsächlich eiskalt das Waffelrezept vergessen. Du hast ein Blackout. Ja gut, dann mach doch mal Zucker da rein. So ein Kilo. So ein Kilo? So ein Kilo. Ja, also das sind alles haushaltsübliche Teigmengen natürlich. Das Kleinste, was ich jemals angemischt habe, war tatsächlich ein halber Eimer.
Mhm. Und dann haben sich die Leute gewundert, warum das so viel ist. Und ich dachte, hey Leute, das ist nur ein halber Eimer, das sind nur 4 Kilo. Wir haben aber alle gefragt. Ja, wurde am Ende alles gegessen natürlich. Genau, dann ein Liter Milch. Tischfeuerwerk. Das ist alles genauso geplant. Hui! Das geht bestimmt auch in Saal 1. Garantiert. Das geht auch in Saal 1, garantiert. Wo waren wir denn? Bei der Milch, oder? Sowas in der Art? Genau, 1 Liter Milch, bitte. Ist eigentlich viel besser, Waffelteig machen wie das letzte Mal. Ich find's gut. Was? Ist viel besser, das Waffelteig so zu machen, als beim letzten Mal selber dazu stehen. Ja. Ja, stimmt. Wir hatten ja vor einem Jahr schon eine ähnliche Show auf der Bühne an Tag 0. Da haben wir dann einfach die Bühnentechnik getestet und dann stand da auf einmal ein L3D mit Waffeleisen auf der Bühne. Ja. Joghurtcreme. Schütt dann einfach mal Mehl dazu. Du kannst da schon mal das erste Kilo Mehl reintun. Dann kannst du weitermachen mit Vanillinzucker und Backpulver. Und vielleicht auch ein bisschen echter Vanille. Ja, ich glaube, echte Vanille haben wir nicht hier. Wir haben nur normalen Vanillezucker und Backpulver. Wie viel machst du denn da so normal rein? Ja. Ja? Ja. Das ist eine sehr. Ja, ich habe mir auf diesem Kongress angewöhnt, komplexe Fragen positiv und einfach zu beantworten. Also, wir machen Backpulver rein. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keinen Ärger wegen Schleichwerbung. Und das enthält jetzt keine Spuren von Haselnüssen, weil die Kilopackung von Ja enthielt Spuren von Haselnüssen? Also hier steht drauf, enthält Säuerungsmittel E450, Backtreibmittel E500 und Maisstärke. Und keine Spuren von irgendwas. Okay. Macht total Sinn. Ja, ich glaube, wir können heute noch mal einen weiteren Gast droppen. Ja, den T, der hat uns so schön schon anmoderiert, hat uns eigentlich auch so ein richtig schönes Intro gesprochen, was dann, warum auch immer, leider nicht funktioniert hat. Aber der darf jetzt gerne zu uns auf die Bühne kommen. Kleinen Applaus für ihn, bitte. Soll ich mich hier hinsetzen? Wie du willst. Wie du willst, freie Platzauswahl. Ich habe die Angst, die Bühne kippt um, wenn ich mich auch... Nee, nicht das. Scheiße. Sie hat vorher schon geknarzt, alles gut. War ja alles abgesprochen. Nach uns sind erstmal, also... Ja. Der Kongress ist schon halb vorbei. Wie ist denn das passiert? Wie bist du zu uns gekommen? Ich habe das Gefühl, ich bin euer Joker. Wenn ihr nicht mehr weiter wisst, ruft ihr mich auf die Bühne. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass das länger dauert. Aber gut, jetzt bin ich hier. Ich hatte auch gedacht, dass wir im Vorfeld uns irgendwann zusammensetzen, was zu überlegen, was wir hier machen. Dachte ich auch. Naja, eigentlich für den Moment, also so weit hatten wir schon geplant. Wir wollten eigentlich das POC hier einladen. Haben wir sogar. Aber das POC kann leider nicht wegen irgendeinem Meeting oder was war da. Also auf jeden Fall können die Menschen vom POC leider nicht vorbeikommen. Die haben uns nämlich auf dem Camp haben die uns einen schönen Abend bereitet und haben uns einen ganzen Abend Arbeit abgenommen, indem sie sich in ihren wunderschönen Kostümen, was waren das? Was waren das? Du meinst Einhorn? Nee, die hatten, das waren doch keine Einhörner, oder? Nein. Naja, die kamen auf jeden Fall in wunderschönen Onesies, kamen die hier an. Und wieso heizt das? Nee, das heizt gar nicht. Okay, ich dachte schon. Die kamen in wunderschönen Onesies an und haben da, ich glaube, 4 Stunden lang Waffeln gemacht und hatten den I Love Waffles Song auf Dauerschleife. Und ich muss sagen,
der ist nichts dagegen, wenn man so ein Musikvideo produzieren muss, in dem jeder Takt das Wort Waffel viermal enthält. Wie viel Backpulver habe ich jetzt eigentlich rein? Ja. Ja? Ja. Wir haben auf jeden Fall Butter. Wir haben Butter. Wir haben Butter. Du hast die Butter geschmolzen. Richtig. Ein Applaus für die Butter. Woo! Butter. Wo geht denn das jetzt auf? Haben Sie schon mal Butter gesehen? Also ganz ehrlich, ja? Ich soll da jetzt einfach rein. Willst du nicht währenddessen rühren? Danke. Nein, ich rühre ganz vorsichtig. Ach, das ist egal. Aber lieb. Nicht, dass wir ihn aufregen, den Teig. Und dann ist, dass er dann explodiert. Braucht der Ruhe? Weiß ich nicht. Verdammt. Ich glaube nicht. Ja, will ich doch hoffen. Weil ruhig ist hier nicht. Nee, das auf jeden Fall nicht. Mach das mal auf, ich krieg das nicht auf. Ja, ich habe auch für den Knoblauch ein Messer mitgebracht. Ich mach so lange mal mit dem Vanillezucker weiter. Es ist halt etwas überdimensioniert, aber mei. Es geht auch zum Backpulver aufmachen, tatsächlich. Sehr gut. Ich hab schon Backpulver rein, aber ich weiß nicht mehr, wie viel. Wie viel da rein muss? Wie viel ich drin habe. Achso, wie viel du drin hast. Ja, aber beides zu wissen wäre ja interessant. Ja. Ja. Das heißt, wofür habe ich das jetzt aufgemacht? Schütt einfach rein. Du weißt, dass uns das explodiert. Also in dem einen Teig, den wir für das Musikvideo angerührt haben, mussten wir den Backpulver-Take zweimal machen. Und haben dann natürlich auch zweimal Backpulver reingeschüttet, weil muss ja authentisch sein. Der Teig ist dann etwas hochgegangen, aber ich glaube, das war auch etwas mehr Backpulver, wie wir hier überhaupt auf der Bühne haben. Hoch. Hoch ist ein gutes Stichwort. Ja. Weil es Explosion und hochgehen, ja, doch. Wir haben hier noch ein bisschen Platz zur Decke. Das ja, okay. Publikum, wollt ihr denn vollgespritzt werden mit Teig? Also wie ist da die Toleranzgrenze? Wir hätten für die erste Reihe hätten wir Regencapes auflegen sollen. Das war so, größtenteils ich glaub, aber langsam mal sollte das reichen. Ja. Ja. Das sieht eigentlich... Was hast denn du sonst noch alles rein? Hast du das dir wenigstens gemerkt? Guck mal, was schon aufgerissen und leer ist. Aber ich glaub, der Knoblauch glaube ich noch nicht. Wo hast du den denn hin? Den Knoblauch, den habe ich irgendwo wieder da reingeschmissen. Da ist er, guck mal, da ist die Fahne. Ist sogar der gute Bio-Knoblauch. Bio-Knoblauch? Ja. Mit sowas verwöhnst du uns? Ja, den würde ich tatsächlich auf den Teig im Eisen sprenkeln und nicht in den ganzen Teig reinmachen, oder? Ja. Haben sich ja nicht alle gemeldet mit dem Knoblauch. Nur 90% oder wie? Ja. Okay. Also nochmal die Frage, wollt ihr wirklich alle Knoblauch da drin haben? Ja. Okay, das sind auch keine 90%. Nee. Ja, wir schütten den Knoblauch einfach in den... Nee. Das ist ein bisschen unerwartet. Aber schälen, bitte. Ja. Ja, schälen solltest du ihn schon vorher noch. Ja, okay. Ich dachte, die ganze Knolle. Ich dachte, die ganze Knolle. Wer sie findet, muss die nächsten Waffeln machen. Gute Idee eigentlich. Hm. So, was haben wir denn? Ich wollte noch ein bisschen Milch nachschütten, weil der Teig ein bisschen fest geworden ist. Ups. Hast du die Mate nicht vergessen? Ja, die kommt noch. Das ist beabsichtigt. Die Mate habe ich jetzt überhaupt nicht vergessen und das ist alles geplant. Ich geh mal kurz ans Wok. Ach, da. Ich glaube, eine reicht nicht. Habt ihr noch mal das Rezept im Kopf? Ich glaube, eine reicht nicht, oder? Nein. Ich bin da gerade, ich bin tatsächlich gerade, ich habe einen völligen Blackout. Natürlich, an den habe ich gedacht, der steht hier unter mir. Genau, es ist nach 22 Uhr, das ist also okay. So, und wie geht's dir so? Ja, also ich bin ein bisschen verunsichert von dem, was der da auf der Bühne ein kleiner macht. Schluck. Aber auf dem Sofa ist ganz bequem. Ist natürlich alkoholfreier Rum. Ja, also ist eigentlich ganz schön, wenn man es nicht sieht. Dann den Waffelteig, oder? Ja, gibt das auch. Du meinst, die Waffeln schmecken besser, wenn man nicht weiß, was drin ist? Das Eisen können wir auch mal einfalten. Also wir haben das echt gut durchdacht hier. Einwandfrei. Das ist perfekt durchdacht und super durchorganisiert. Ja. Ich bin nachhaltig überzeugt.
Ja, und sonst so? Ja, ich sitze hier. Ihr habt mich hier eingeladen, weil... Ich glaube, du bist der Einzige mit Bühnenerfahrung von uns. Ja, weil ich mal bei der Cyber Morning Show dabei war. Ja, genau, stimmt. Deshalb habe ich dich angeschrieben. Ja, sag mal, wer von euch kennt denn die Cyber Morning Show? Ja, das sind ein paar wenige tatsächlich. Ja. Also ich glaube, der Knoblauch hat mehr Fans. Knoblauch? Habt ihr schon mal überlegt? Kurze Umfrage. Knoblauch? Davon hängt es mich weit hin. Cyber Morning Show? Oh. Eindeutig. Weiß ich. Mhm. Mir fällt da gerade auf, irgendwas stimmt doch mit dieser LED-Wand nicht, oder? Das haben wir schon beim Intro gesehen, da hat irgendwas nicht gepasst, ne? Versuch's mal. 3, 2, 1. Besser. So, der Teig ist angerührt. Und ich kann es immer noch nicht fassen, dass ihr alle Knoblauch in dem Teig haben wollt. Aber ja. Ich bräuchte auch mal ein Brett. Oder willst du den ganz reinschmeißen? Da liegt ein Brett. Ich hätte ihn jetzt mal angefangen, hier mit dem Ding hier zu zermatschen, dass der so eine schöne Creme gibt. Das gibt Sauerei. Das geht schon. Schon mal gemacht? Nein. Wieso raucht denn das jetzt so? Ja, erstmal ein bisschen klein hacken und dann flach drücken, hätte ich jetzt gesagt. Dann komm doch her und mach selber. Wenn du meinst, du kannst das besser, dann mach das besser. Aber so, dass das Publikum auch sieht. Warte mal, ach so, wir könnten die Top-Down-Cam hier wieder anmachen. Ja, dann zeig mal dem Publikum, wie man mit Knoblauch umgeht. Pass auf den Tisch auf. Ja, nein, das ist ein normaler Kongresstisch. Ich sehe hier gerade, da stehen Leute an der Seite, aber in der Mitte sind noch Plätze frei. Wollt ihr mal ein bisschen defragmentieren? Ihr kennt doch das Spiel. Jeder, der einen Platz frei hat, entweder aufrücken oder sich melden. Und dann können die Leute von außen da mal mit reinrutschen. Müsst ihr hier nicht stehen. Wir haben ja noch genug Premium-Plätze. Die Frage ist, wollen sich die neuen Leute auch Knoblauch wünschen oder... Seid ihr auch gut integriert? Wie steht es bei euch mit Knoblauch? Aber nur die neuen Leute. Genau, die jetzt dazugekommen sind. Knoblauch, ja. Okay. Im Waffelteig. Wir müssen erstmal feststellen, wer überhaupt alles neu ist, weil sonst haben wir keine Baseline. Ja, das ist eine gute Idee. Wer ist denn jetzt gerade noch dazugekommen? Okay, die beiden haben sich gerade eben auch gemeldet, glaube ich. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. So. Reicht das? Also es ist ein ganzer Stimmt, Eimer. Ja. Mach mal schneller. Ich wollte eigentlich noch was oben drauf sprenkeln. Ich helfe dir mal. Warum nur das? Also wenn schon Knoblauch, dann richtig. Eskalieren heißt doch das Motto. Das soll in der letzten Reihe gerochen werden, oder? Also hier riecht man es schon. Also Leuten beim Arbeiten zusehen macht ja schon Spaß, aber Leuten beim Arbeiten auf der Bühne zuzusehen ist irgendwie auch geil. Du kannst auch mal was machen. Also, ist schon okay. Ist okay so, ne? Ich bin beschäftigt. Ich auch. Noch mehr. Den hebst du aber auf. Ich kann das Einhorn machen. Ja, was soll ich denn machen? Da vorne unter dem Bildschirm, da liegt so Knoblauch. Dieses nicht vorher noch? Da hast du Angst vor Knoblauch. Dieses nicht vorher noch? In frühestens 20 Minuten brauchen wir die Kamera? Ich weiß auch nicht, was der hier auf der Bühne macht, aber ich glaube, der hat Lust auf Waffeln. Nee, er kommt da nicht ran zurzeit. Ich kann ihm den Makromodus einmachen, dann kommt er auf 2 Zentimeter ran. Aber ja. Brauchst du noch lange? Wir haben Hunger. Ich steh hier und mach den Teig. Ihr macht euch hier alle drei gemütlich. Ja? Noch einen fertigen. Also ich schäle. Die machen gar nichts. Gib mir mal was in die Hand. Wir kümmern uns um die Einhörner. Das ist wichtig, weil sonst... Ja, okay. Sonst ihr müsst Einhörner kraulen, klar.
Was? Ist ein Einhorn? Komm, wir haben hier noch so ein paar. Gebt das mal durch. Der kann besser werfen. Bitteschön. Aber ich müsste aufstehen, um zu werfen. Das warte mal, hier ist noch Knoblauch fertig, ne? Ja, ja, klar. Ist auch alles, ich dachte, du holst den ab. Ist auch alles hygienisch rein hier. Ja, natürlich. Warte, nein, wir hatten doch gesagt, wir machen das auf dem Boden. Der Tischvermieter dankt uns. Ja, beim Pferd war ich schon. Ne? Also ich hatte gerade einer gemeint, das Pferd dankt uns auch. Da, ups. Ja, natürlich. Ich kann gerne hier auf die Bühne kommen bei Chaos West und Dartschunk machen. Das wird ganz gut passen. Jetzt ruft er einfach Leute an. Er wurde angerufen. Ach so, er wurde an. Nee, noch ich besser. Bin gerade jetzt auf der Bühne und du könntest vorbeikommen und Schunk machen. Wird auch passen zum Speaker's Desk. Aber das Publikum klatscht schon. Ja? Ja, natürlich. So, und jetzt auch laut. Ja, ja, das ist schön. Dann mach mal dein Dings fertig und dann gibt's Schunk. So, das war vorbei. Ganz heiß. Ey, Schunk müsst ihr euch selber bestellen, der ist nur für uns auf der Bühne. Wie sollten wir das sonst mit so einem Publikum überleben? Wisst ihr, wir hatten auch schon öfter Telefonanrufe während der Cyber Morning Show. Ich war mir nie sicher, ob das gut ist oder schlecht. Ja, ich räume mal hier noch so ein bisschen auf. Was? Ihr könnt jetzt aber auch einfach abhauen. Ohne Chaos? Ja, wir haben genug Chaos, glaube ich. Oh, hier ist noch Knoblauch. Haben wir genug Chaos? Da. Ich will hier Interaktion mit unseren Zuschauern machen, ja? Ja. Und du legst mich ab mit Knoblauch. Knoblauch ist wichtig, oder? Knoblauch ist wichtig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht erwartet, dass so viele von unseren Zuschauern auch aktiv mitmachen. Also, ich unglaublich. Ich hatte tatsächlich ernsthaft Angst, ob wir überhaupt Zuschauer bekommen. Ja, das hatten wir bei der Cyber Morning Show auch, aber die gucken sich alles an. War das jetzt eine Herausforderung, die du mir gegeben hast? Inwiefern? Die Frage ist. Naja, die schauen sich alles an. Kriegen wir nächstes Jahr ADA? Was? Kriegen wir nächstes Jahr ADA? Stimmt. Okay. Gut, schön. Also, ich mache mir echt Sorgen um die Linse. Also wenn wir nächstes Jahr ADA kriegen, dann sollten wir uns aber vorher echt mal hinsetzen. Ja, also wir haben für die Kamera eigentlich ein Wetsuit und ich glaube so langsam zu wissen, warum der Verleiher uns den mitgegeben hat. Der wusste nämlich, dass wir hier so eine Dönerwaffelshow machen. Jetzt kniet er vor mir nieder. Ist das schön. Ja, das Waffeleisen scheint soweit auf Temperatur zu sein. Haben wir hier auch noch irgendwie so Trennfett? Weil in der Kiste da hinten. An die Teile das Fett spülen. Ich hab doch alles vorbereitet. Sehr schön. Es steht alles auf der Bühne. Wo denn? Genau, wo du standest. Falsche Kiste. Genau, wo du standest. Kommst du mal bitte zurück? Ja. Kommst du aber zurück? Aber ich hab das Rezept gefunden. Ach, da unten. Das hilft uns immer noch nicht. Da unten hast du das versteckt. Das Rezept hilft uns nicht, wenn du dir nicht merkst, wie viel du reintust. Das ist Touché. Wir hatten noch eine Person mit Edding. Die kann doch bestimmt mal den Knoblauch auf das Rezept mit dazufügen. Nee, wir haben tatsächlich die Knoblauchwaffel, glaube ich, sogar als Rezept online. Ja, ja, aber das Rezept muss ja modifiziert werden. Du möchtest hier noch... Ah, sehr schön. Zuschauerinteraktion schon wieder. Also das ja, genau. Ja, tolles Publikum. Das habe ich auch so gelernt gehabt, wenn ich eine Show mache. Zuschauerinteraktion ist wichtig. Und ich habe so das Gefühl, dass wir das auch gut einhalten. Oh, das wird jetzt ein bisschen... Ja, an die Regie hinten. Wir brauchen für morgen neues Molton für den Tisch. Das war vielleicht doch ein bisschen viel Backpulver.
Willst du dich eigentlich nochmal für Knoblauch hinknien? Was? Oder hacken wir den Rest? Das Waffeleisen überläuft. Kniest du dich nochmal für Knoblauch hin? Nee. Oder hacken wir den Rest? Ja, nee, den Rest kannst du klein hacken. Oh, schön. Wollen wir das Sofa umdrehen? Ja, die kommt noch. Damit wir haben so, ja, oder weg so vom Waffeleisen. Ich Salat drehen, da wollten wir noch frische Kräuter und Knoblauch reinmachen. Das Sofa umdrehen. Was wollt ihr denn ohne Knoblauch? Ja, also ich habe so das Gefühl, dass unser... was macht denn ihr? Wollt ihr mich nicht oder warum dreht ihr euch von mir weg? Ich glaube, er hat nicht zugehört. Das Waffeleisen läuft über. Ja, und? Ach so, das tut L3D im Herzen weh, das tut mir echt leid. Können wir mal das Mitleid für L3D auspacken, weil ich das Waffeleisen überlaufen lasse? Also ich würde dich ja eigentlich jetzt mit Knoblauch bewerfen. Ja, nee. Aber der ist gut. Nimmst du mir den mal ab? Oder gib mir einfach das Brett. Ich geb dir das Brett. Danke. Ich kann hier sitzen bleiben, das finde ich wundervoll. Wieso bediene ich eigentlich meinen Bediensteten? Keine Ahnung. Vielleicht solltest du noch mal drüber nachdenken, wer hier was macht. Ja. Aber das solltest du vorher machen. Ja. Ich hatte eigentlich echt viel geplant für die Show. Und wir haben ein riesengroßes Hack-MD-Pad geschrieben. Und da hatten wir super Zeitplan und was nicht alles drin. Und ich habe keine Ahnung, wo das abgeblieben ist. Ich habe es mir jedenfalls nicht aufgeschrieben. Wir hatten da irgendwas von einem Gast drin stehen. Stimmt. Der Live-Schaltung. Ja, genau. Dieses Musikvideo, was ihr gesehen habt, das haben wir auch produziert. Und da hatten wir so einen Gast, hier Couchsofa. Ich habe den Namen vergessen. Gott, bin ich nervös. Da könnten wir mal schauen, ob wir den denn erreichen. Du weißt, dass eine Waffel um die 90 bis 100 Sekunden braucht? Guckst du mal nach der Waffel, bitte? Die war gerade eben noch ziemlich hell. Ich wollte jetzt nicht den Saal wegen ein bisschen Rauch räumen lassen müssen. In dem übergelaufenen Waffeleisen. Ja, guck mal bitte nach. Ich versuche so lange mal hier unseren Gast zu erreichen. Ich bin beschäftigt. Ja, können wir eventuell mal mein Laptop-Screen mal draufkriegen? Da sollte gleich theoretisch ein Videoanruf kommen. Hatten wir gerade eben nicht noch gesagt, dass wir keine Slides brauchen? Nee, ich habe gesagt, wir brauchen. Es sind ja auch keine Slides. Es ist ein Videocall. Genau. Ah, ja. Ja, gut. Moment, ich muss da gerade mal in den Klangeinstellungen, glaube ich, noch was ändern. Ich schieb mal den Videoanruf rüber. Der ist da auch irgendwo dahinter. Cool. Ja, ah. Jetzt muss ich aber in den Klangeinstellungen, glaube ich, das noch so einstellen, dass man ihn hören kann. Klangeinstellungen, Ausgang. Oh, also ich kann keinen Ton über DVI ausgeben. Ich glaube, ich brauche da so ein Klinkekabel. Wow. Zum Glück haben wir das vorher getestet. Ich glaube, das lag hier irgendwo. Manchmal frage ich mich echt, ob du überhaupt organisieren kannst. Ah, ich dachte, ich kann das so ein bisschen, aber ich habe das Kabel tatsächlich hier liegen. Gott sei Dank, ich habe es da hingelegt beim Aufbau vor einer Woche. Ich bräuchte einen Müllsack. Ist der Kasten leer? Oder den Müllsack daraus brauche? Ja, es steht jetzt auf Verbindungsglied Kopfhörer. Das heißt, eventuell könnten wir jetzt gleich jemanden hören. Die Frage ist ja auch, kann er uns hören? Ja, genau. Couchy, hörst du uns? Ja, also wir hören euch super. Ja, das ist super. Also irgendwas wird da gehört. Sehr gut. Ja, also ich gehe davon aus, dass ihr uns aufhört, wenn du mir antwortest. Hallo, Tim. Ja, stimmt. Das ist ja jetzt die Kamera, die da hingeht. Ja. Kannst du nicht mal ihm unser kleines Publikum zeigen, was total begeistert ist von ihm? Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt Leute, die nicht gezeigt werden möchten, oder? Ach so, ja, okay, das ist natürlich immer ein Problem. Das glaube ich nicht so. Ja, aber ich setze mich jetzt mal ganz solidarisch hier vor Couchy, dass er wenigstens jemanden sieht. Ist ein bisschen blöd, weil ich sehe Couchy nicht, weil der Screen da drüben ist. Aber nee, das ist völlig in Ordnung. Wir haben auch den Stream offen. Also wir sehen auch die Bühne komplett. Ach, ihr habt den Stream offen? Richtig, ich habe ihn nur gemutet. Funktioniert das denn ansonsten so ohne Feedback? Ansonsten ziehe ich mir Kopfhörer auf. Ja, ich glaube... Du bist doch bekloppt.
Ja, Couchy, hörst du uns immer noch? Hähnchen vorzubereiten. Wahrscheinlich mit Delay, ja. Ja. Aber hey, cool. Herzlich willkommen im Stream. Hallo Internet. Genau, ich glaube, ich muss hier sitzen bleiben, weil das nur über das Mikro von meinem Laptop geht. Also Couchy, erzähl uns mal, wie war denn das so, als du da so von diesem VOG angeschrieben wurdest und gefragt wurdest, ob du da für uns Musik machen willst? Ich will noch neben die restlichen zwei belasten. Ja, oh, danke schön. Wir haben eine erste Waffel. Bitte? Ich könnte ja ein bisschen Waffel leiser reden. Das ist sonst und wir haben einen ersten Waffel. Ja, keine Ahnung, ich wusste ja erstmal nicht so richtig, was mich erwartet. Ich kann ja mal versuchen, ob ich es hinbekomme, den Einspieler zu finden, den ich vorbereitet habe. Ja. Ich weiß noch, wie du vor 10 Minuten mir gesagt hast, wo ich meine Fragen an Couchy schicken soll. Ach so, hast du das? Oder mit dem Couchy reden soll. Aber ja? Du machst das toll. Danke. Hast du gemerkt, wie er uns einfach ausgetauscht hat jetzt? Ja, das ist voll gut. Ich brauche da jetzt gerade... Scheiße. Vielleicht. Ich brauche mein Handy. Oh, ich werde angerufen. Ich wurde gerade angerufen. Ich habe den Anruf gerade noch so gesehen. Das ist nicht die höchste Priorität auf einer Bühne, oder? Ich rufe da jetzt einfach mal zurück. Ja, da unten liegt noch Knoblauch. Also du könntest ihn jetzt wirklich mal holen. Der ist noch verpackt. Naturell verpackt. Der ist noch gut. Guten Abend, Sie haben mich angerufen. Ja, guten Tag. Ich wollte nur ein bisschen stören. Ja, du bist jetzt gerade live in der Show. Kann das Publikum mal Hallo sagen? Hallo! Ausgeblieben. Eine Waffel? Ja, er sitzt zu Hause und wollte mich ärgern. Bitte schön. Ja, das hast du geschafft. Übrigens, hier ein paar Leute von deinem Hackerspace sitzen im Publikum. Ja, ich hab's eben gesehen. Ich gucke ein bisschen verzögert und ich hab da schon rumstiefeln sehen, unseren Nick zum Beispiel. Soll die gepresst werden? Ja, gut. Dankeschön. Sieht besser aus. Ihr wolltet das so. Okay. Ihr wolltet das so. Ich will das so. Genau, ich wollte mich hier eigentlich... Wer hatte noch mal mehr Knoblauch gerufen? ach ja, und ich wurde hier auch gerade per Telegram angeschrieben. Mehr Knoblauch. Ich vorbereite da mal ein bisschen belastendes Audiomaterial. Genau, meine Handynummer muss ich da jetzt eingeben. Die lese ich jetzt nicht laut vor. Ich frage mich, was der da drüben treibt. Was ich hier treibe? Also, wir haben jetzt die Live-Schalte zu Couchy. Ja. Hey, Couchy. Das war übrigens ein ziemlich geiles Stück Musik, was du da für uns gemacht hast. Mega fettes Dankeschön. Ja, ich weiß gar nicht, wie man sowas eigentlich macht. Also wir haben da irgendwie so etwas in so ein Mikrofon gesungen, also geredet. Gesungen, also, kann man das, glaube ich, nicht nennen, was wir getan haben. Du meinst gerappt? Ja, ja, genau, gerappt. Das klingt cooler, definitiv. Ja, genau das. Und wie kann man sowas Geiles daraus machen? Haben wir noch Audio von ihm? Haben wir noch Audio von Couchy oder ist er jetzt einfach weg? Ich glaube, Couchy ist weg. Audio. Ich habe nur gedacht, ich mute mich mal. Also, ich bin eh nicht passiert. Das ist sinnvoll. So, ich suche ja gerade diese Datei. Ja. Bitte. Also, da waren wir ja bei der Cyber Morning Show besser vorbereitet. Ich gehe jetzt hier tatsächlich gerade die Chat-History mit Couchsofa durch, um zu gucken, wo ich ihm die erste Demo-Version, die ich selber produziert habe, geschickt habe.
Ah, das muss hier irgendwo gewesen sein. Ich fühle mich ein bisschen nutzlos. Ja. Aber Waffeln essen kann ich also weiter. Wir brauchen mehr Knoblauch, hat ja, gerade noch mal jemand geschrieben. Ja, das könnte nicht gewesen sein. Ich habe einen Hass geschrieben. Ich mute mich mal, bis hier wieder was passiert. Oder habt ihr irgendwelche, also... Könnten Sie gleich auch noch Sandwiches machen? Wie bitte? Leute, hast du Lust? Hört man uns überhaupt noch? Okay, cool. Ja, wir haben falls ja, hallo die. Gestellt. Mehr Essen. Haben die auch ein Funkgerät vorbereitet? Danke, danke. Wo hast du denn den Kram hingestellt, den ich geholt habe? Das steht bestimmt noch da hinten. Oh mein Gott. Ja, es macht gerade laut Pling, weil mir Leute auf Telegram schreiben. Die wissen, dass du auf einer Bühne stehst. Ja. Finde ich gut. Ich hab hier wart. Yay! Die Waffelshow läuft gut hier. Ich werde gerade vom Harold gefragt, wie es läuft. Wir haben ist eine aber Knoblauch- nicht der Käse, den ich geholt habe. Ich habe den in Scheiben gekauft. Bitte danke. Ja, du, gerne. Ja, bitte danke. Ja, lass dir schmecken. Kann Spuren von Wärme enthalten. L3D. Heiß und fest. Ist der falsche Käse. Die Katze hat vorbereitet, nicht ich. Hast du gesehen, dass ich in den Kühlschrank Scheibenkäse gelegt habe? Ja, keine Ahnung. Ich habe nicht in den Kühlschrank geschaut. Okay. Nehmen wir halt den. Ich glaube, ich das? Habe Telegram jetzt kannst du mir das mal muted. Zeigen? Naja, also das Ding ist auf Maximum an. Das ist wohl doppelt so warm wie sinnvoll. Von daher, du lässt das jetzt abkühlen und dann kannst du da drin was zubereiten. Und drehst es vielleicht zum Abkühlen runter. Ich dachte eigentlich, dass jemand anders hier Sandwiches machen wollte. Also mich hat vorhin jemand angesprochen und hat irgendwas von Maultaschen und Toast geredet. Aber ich will ein Sandwich. Ja, Maultaschen und Toast. Klingt doch super. Wo ist denn der? Ist der eigentlich gerade hier? Anscheinend nicht. Oder er hat Angst. Er steht am Eingang der Bühne. Steht er da? Hinter der Leinwand. Ja, dann soll er mal nicht vorkommen mehr. Und... Uff. Nein, der Mute tut nicht. Aber danke. Der Ton ist immer noch hörbar übrigens. Ja. Ich muss mal gerade wen anrufen. Aber eine Frage ist ja immer noch nicht geklärt. Wie haben eigentlich die Waffeln mit Knoblauchsträußen geschmeckt? Also die gefragt. Ach, da hinten! Das Problem ist, die Notifications blockieren gerade meine Scrollbar. So, Moment, ich hab's gefunden. Es macht Spaß. Moment, ich. Waffeln. Genau, das ist die erste Demo. Die habe ich Couchy geschickt. Die war gruselig. Die war sehr gruselig. Wenn ich zwischendurch noch fragen darf. Das habe ich irgendwann nach Knoblauch 3 aufgenommen. Auch Zucker machen. Den Zucker schütten. Ja. Die Eier schlagen. Und ich meine, so viel anders ist es letztendlich nicht geworden, nur viel besser. Als Konzept ganz gut. Ja, die Mate kippen. Ich hör das von hier hinten leider gar nicht mal so gut. Das Backpulver. Aber ja, das war eben diese erste Demo. Knoblauchwaffe? Ja. Bitte schön. L3D, mach das doch mit den Waffeln so wie ich mit den Einhörnern. Einfach schmeißen. Die fliegen bestimmt sogar noch besser. Sind die zum Schmeißen gedacht, ja? Nein. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Wir brauchen noch für den Rest von der Show. Ne? Wir können nicht gleich alle wegwerfen. Der hat sich gemeldet. Ja, also genau, das, was ihr gerade gehört habt, war so die erste Demo von einem Song, die ich nachts um 3 aufgenommen habe. In irgendein Billigmikrofon reingemurmelt. Und ich habe keine Ahnung von Audio. Ich habe im Nachhinein festgestellt, dass auf dem Lied noch irgendwie so 30 dB Gain drauf waren. Das habe ich dann wieder runtergenommen, indem ich das exportierte Lied wieder importiert habe und leiser gemacht habe. Da kriegt einer Schmerzen. Ich glaube, die Tontechnik geht gleich in Flammen auf da hinten.
Ja, das war sehr schmerzhaft und Couchys Antwort darauf war einfach nur nein. Hätte ich auch gesagt. Ja. Ein Wunder, dass der noch mit dir geredet hat nach sowas. Durchaus, ja. Also hätte ich das gewusst, bevor ich zugesagt hätte. Nein. Ja. Noch nicht ganz fertig, die Waffel? Nee, kann noch ein paar Sekunden brauchen. Ich mute das jetzt mal endgültig. Du weißt aber, dass das die allerersten Toasts sind, die ich hier jetzt auf dem Kongress mache. Du weißt, dass letztes Jahr das die allerersten Waffeln waren, die ich auf der Bühne gemacht habe. Okay, du bist ja bei deiner ersten Waffel und ich bin bei meinem ersten Toast. Ja, und alles auf der Chaos West Bühne. Ja. Voll geil. Hallo, Hallo Chaos West. Hey, Chaos West, voll geil, was ihr hier gebaut habt. Ich habe sogar ein Foto. Ich habe ein Foto von dem Talk letztes Jahr. Also was heißt Talk? Es war Tag 0. Moment. So, und jetzt zusammendrücken hier. Nochmal Gas geben. 200. Ich habe 200 das auf dem Tacho. Steht immer noch auf dem Maximum, das ist immer noch zu heiß. Nee, 200. Das geht hier bis 300. Das ist auf 300. Können wir mal mein Screen noch mal kurz haben? Können wir meinen Desktop noch mal kurz zeigen? Oh. Ah, genau. Genau, das war die erste Waffelei hier auf Chaos West vor etwas, ein paar Tagen mehr wie einem Jahr. Und ja. Genau, das war ganz spontan. Wir hatten gerade dieses Video-Setup fertig und ich wollte das testen und keiner wollte auf die Bühne. Und L3D ist kurz davor zu uns gestoßen, weil er irgendwie keinen Platz gefunden hatte für seine Waffeln. Nee, das war nichts so mit der offenen Infrastruktur. Ja, auf jeden Fall hat er dann da hinten gerade aufgebaut, wo er auch dieses Jahr steht. Und ich dachte so, hey, komm doch mal auf die Bühne, wir machen Waffeln. Ja, und dann haben wir festgestellt, das war nicht als Löt-Area angemeldet. Stimmt. Das war nicht gut. Hätten wir nicht gedurft. Ich hoffe, das ist dieses Jahr geregelt. Ist das eine Löt-Area? Nein. Doch. Also in der Anmeldung habe ich geschrieben, das müsste eine Löt-Area werden. Weil, also Waffeln sind übrigens Löten, also aus Brandschutzsicht. Wir können bestimmt noch ein bisschen Lötzinn und eine Platine holen, dann machen wir Reflow im Waffeleisen. Bleifrei? Hat jemand bleifreies Lützen? La 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 la. Ich glaube, da fällt gleich wieder so eine Waffel aus dem Eisen. Ja Reisen. Gut, dann bin ich ja jetzt hier also wieder mein Job los. Wie viel Grad willst du jetzt auf dem Toast Baker Waffel? Haben? Vorsicht, heiß. Kann Spuren von Wärme enthalten. Welche Temperatur willst du auf dem? Welche Temperatur willst du aufnehmen? Ja, so ein Mittelwert. Also, ja. Jetzt stehe ich in der Mitte, aber... Ja, genau. Wir haben da noch was. Also ja, eigentlich, es ist ja aus, eigentlich die Dönerwaffelshow. Alles, aber das ist ja eine Löt-Area. Das ist okay. Okay, dann testen also, wir das mal. Wir haben ja diese Dönerwaffelshow eigentlich. Also heißt ja Dönerwaffelshow. Der auch kein Brandmelder. Und wir haben da so das Problem, dass wir aus geruchstechnischen Gründen kein Dönerspieß hier reinstellen sollten. Ich schalte den aber trotzdem mal an. Der dreht sich jetzt. Ganz langsam. Wie professionell das geklebt ist. Perfekt. Hier könnte Ihr Dönerspieß stehen. Ja. Ich habe eigentlich bei der Chaospost habe ich eigentlich so ein Kilo Dönerfleisch herbestellt. Weiß gar nicht, ob das was geworden ist oder nicht. Aber ich sehe keinen von der Chaospost hierher kommen gerade. Hast du wen gefunden, der das einkauft? Weil mir wurde gesagt, es hat keiner eingekauft. Oh. Dann ist das natürlich, ja gut, dann müssen wir eben Schinken nehmen. Dönerwaffen mit Schinken. Oder möchte einer von euch schnell, hinterm Globus ist ein Dönermann. Wir haben so ein Kilo Sonntag. Fleisch. Am Sonntag? Oder am Hauptbahnhof, die haben glaube ich länger offen. Die Tram fährt ja alle 10 Minuten. Also gut, ja, wir haben 2 Stunden. Das heißt, 20 Minuten hinfahren, 20 zurück, aber... da hier also, in der ersten Reihe werden schon Schlüssel rumgereicht. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll wäre.
Das wäre schon lustig, ja. Ja, also wenn jetzt hier irgendwie zufällig jemand mit Dönerfleisch vorbeikommt, ich fände es gut. Waffe? Kommt gleich einer gerannt. Vorsicht, warm. Also man muss auch mal dringend anmerken, das sind die letzten Waffen dieses Jahr wahrscheinlich. Wir haben noch Zutaten für den zweiten Eimer. Stimmt, verdammt, das sind die letzten sogar Waffen dieses für dieses Jahrzehnt. Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, ich wurde gebeten, bei der Planung etwas kleiner einzukaufen. Also offiziell ist das Wok mittlerweile ausverkauft. Wenn du das alle 10 Sekunden aufmachst, dauert es länger. Ja, aber das wird gar nicht braun. Ja, dann lass es halt mal zu. Und wenn du es auf 300 stellst, wird es auch nicht schneller heiß, wie wenn du es auf 180 stellst. Echt nicht? Nee, das kann nur an und aus. Das ist voll digital. Ah. Ein weiterer Gast. Na ja. Willst du willst du ein Toastbrot haben? Nein, danke, ich bin der Harold. Ich habe bloß jetzt einen Hut auf. Gib mir mal das Mikrofon. Ich bin der Harold, nur bin ich jetzt mit dem Hut. Den Hut nehme ich immer runter, wenn ich da draußen heraldiere. Weil sonst sagt die Technik, ich glaube, man sieht dein Gesicht nicht. Ja, genau so. Das ist ja peinlich, wenn jemand mit dir redet und so dunkel, dumpf, duster, ja. So. Platz für mich da irgendwo auf der Bank? Wie ist das eigentlich? Wir hatten vorhin wurde gesagt, dass ein potenzieller Gast irgendwo noch rumrennt. Der war dann wieder verschwunden. Ist der denn eventuell wieder aufgetaucht? Ich möchte jetzt nicht spoilern, wer es ist. Aber wenn sich jemand angesprochen fühlt, der als potenzieller Gast eingeladen war und jetzt vielleicht hier ist und auf die Bühne kommen will. Immer noch zulassen? Oder? Ja, lass das einfach mal zu. Das Ding ist noch überhaupt nicht warm. Gib dem einfach Zeit. Ich hab Zeit. Gutes Essen braucht Zeit. Wollt ihr eigentlich immer noch mehr Knoblauch drin haben oder ist das inzwischen genug? Mehr Knoblauch. Weiterschneiden. Warst du nicht eigentlich hier, um Waffeln zu backen? Das ist das, was ich eigentlich auch konnte. Okay. Aber jetzt muss ich Knoblauch schneiden. Waffel? Ah, ja. Ja, komm, hier. Bitteschön. Knoblauch? Ja, ja. Nimm dir so viel du willst. Also das Problem ist, wie viel Knoblauchknollen haben wir denn noch? Also hier liegt noch eine Knolle. Weil wir müssen ein bisschen damit managen, weil das muss jetzt noch diese Stunden reichen. Stimmt. Der Knoblauch muss ja noch für das zweite Ding reichen. Ach, wir haben genug, denke ich. Immer rein damit. Also wir können jetzt vom Knoblauch auf die Knoblauchwurst umsteigen. Ich bin nicht so schlecht mit den Zutaten. Hatten wir schon rum drin? Beispiel. Wenn ich das richtig sehe. Teig ist ein bisschen fest geworden. Hast du da zwei Flaschen Mate drin? Vermutlich, vielleicht. Also die Konsistenz, wenn der Teig fest ist, gleicht man am besten mit Rum aus. Jetzt weiß ich auch, warum du meintest, dass die Kamera hier einen Wetsuit braucht. Ja, also ich glaube, der Verleiher weiß wirklich, warum er den Wetsuit mitgegeben hat. Ist das genug Käse, werde ich gefragt. Es ist niemals genug Käse. Man kann nie genug Käse schmelzen. Mehr Käse. Wir brauchen mehr Käse. Haben wir da im Backstage-Bereich noch Käse? Mehr Käse. Du kannst auch hier bleiben und Sandwiches machen, wenn du willst. Hast du gerade neu mit seinem Sandwich-Maker weggenommen? Nee, eigentlich wollte er Sandwiches machen und dann kam Neubild. Ich fand das voll gut. Weil wir wollten eigentlich noch was Kulinarisches ausprobieren. Weil ich meine, letztes Jahr haben wir hier die Dönerwaffel erfunden. Da wollten wir doch dieses Jahr das Maultaschen-Sandwich ausprobieren. Ja, ich habe tatsächlich noch irgendwo Maultaschen auftreiben können. Noch 2 Minuten würde ich dem geben. Echt? Ja. Wie gesagt, das ist ein... Ja, Kochen ist ein Geduldsspiel. Der ist immer noch am Knoblauch schneiden. Was denn sonst?
Ja, ich habe noch andere Sachen zu schneiden. Ich habe, wie gesagt, ich habe noch Schnittlauch und Kräuter und Dinge. Wir sollten uns das nächste Mal vorher mal zusammensetzen, um darüber zu reden, was wir hier zubereiten. Ja, Neubit, magst du dich nicht auch mal hinsetzen? Du stehst hier so, so hilflos rum. Beim Nock war vorher Kuschel auch noch Käsefondue. Hätten wir das mitbringen sollen? Stimmt, wenn das Nock den Stream gerade schaut, das Käsefondue wäre hier echt geil. Wir haben auch noch Käse im Kühlschrank, sagtest du. Also ja, ich habe hier nachgeschaut. Ich habe hier gerade noch Käse geliefert bekommen. Also Raclette-Käse, meinte ich. Ach so, wir haben noch Raclette-Käse im Kühlschrank. Haben wir auch ein Raclette? Das Nock, was dem Stream ja garantiert zuschaut. Gibt es einen besseren Stream gerade? Vielleicht sollte jemand den Nock anrufen. Sagen, also nein, es gibt keinen besseren Stream gerade. Die müssen uns eigentlich schauen. Neubit, bitteschön. Dankeschön. Wer wollte denn noch eins? Knoblauch, Schinken, Käse. Was war denn die Nummer vom Nock? Wie, was war die Nummer vom Nock? Moment, wollen wir nachschauen gehen. Ich glaube, Nock war tatsächlich NOC. Einfach auf T9 getippt. Wer möchte das dritte? Bitteschön. So viele bekannte Gesichter hier im Publikum. Ist ja unglaublich. Genau, die nächsten sind ja schon vor. Prost ist immer gut. Was wolltest du wissen? Die Nummer wovon? Vom NOC, dem Network Operations Center. Nein, kann ich dir leider nicht bieten. Kannst du mal einfach nachschauen? Da liegt ein Laptop. Google mal die Nummer nach. Das NOC kann ich dir anbieten, aber das wirst du nicht wollen. Das Video Operations Center? Ja, kann ich dir auch. Das kann ich dir bieten. 12-12, das klingt gut. 12-12? Irgendjemand sagte 12-12. Dann versuchen wir das doch einfach mal. Ja. Hotline. Hallo, ist da der Nock Helpdesk? Ja, das habe ich gerade gesagt. Wunderbar. Könntest du zum Nock reingehen und die bitten, das Raclette-Gerät auf die Chaos-West-Bühne zu bringen? Das wäre sehr nett. Vielen Dank. Du erreichst uns unter der Nummer WOC. Miep, miep. Der hat gleich aufgelegt. Oh. Also du könntest mir jetzt mal was anderes geben als Knoblauch. Ja, okay. Wie wär's mit noch mehr Knoblauch? Wir brauchen tatsächlich noch Knoblauch für den zweiten Eimer. Aber du kannst mal das hier schneiden. Das haben wir noch ein Schneidebrett? Dann kann ich mich mal nützlich machen. Bretter ja, Messer nein. Organisier dir ein Messer. Bretter sind irgendwo hinter der Bühne. Da gibt es also noch Messer. Ich habe drei Bretter beim Waffle Operations. Aber ein Messer nicht. Ja. Nein. Richtig. Dann muss ja nicht gehen. Organisier dir ein. Jemand ein Messer? Hallo? Ich könnte noch einen Leatherman anbieten. Jo, Messer haben wir. Auf der Bühne gibt es gerade Knoblauchwachen für den Backhaus West, aber ich glaube, die brennen an. Nee. Ah, das Publikum versorgt uns. Dankeschön. Ja, ich glaube, das ein ordentlicher Nerd hat doch einen Leatherman dabei oder zumindest ein Schweizer Messer, ne? Ah ja, siehst du. Okay, mach das mal. Ja, na, alles dann. Jetzt haben wir eigentlich das Publikum schon so versorgt. Jetzt wollen wir selber auch mal was, oder? Wollen wir selber auch was essen? Ich hab schon. Ach, du hast schon. So, da, glaube ich, stirbt jemand ohne Waffel da hinten. Wir wollten Zutaten ja, mit Waffeln bewerfen. Klassenziel. Ja, gib ihm ein Einhorn. Das können wir gerade so verkraften. Dankeschön. Gelten die auch als Zutaten für die Waffeln eigentlich? Was? Gelten die Einhörner auch als Zutaten für Waffeln? Kommen die da noch rein, oder? Da kommt eine junge Dame, die wollen wir, eindeutig wollen wir eine die, Waffel. Maultaschen auch in die Waffeln reinschneiden? Nein, die will ein Einhorn. Maultaschen in die... Ja, schneid mal eine auf, komm. Ja, komm, dann wollen wir das mal machen. Dankeschön. Das probieren wir jetzt einfach aus. Oh nein, ich hab schon wieder zu viel Teig rein. Wenn Männer lecker. Kochen. L3D, schau nicht dahin. Es läuft wieder über.
sehe es. Ich bin echt ein bisschen aus der Übung. Ich habe manchmal die Frage, warum eigentlich du gesagt hast, ich soll die Waffeln machen. Ich habe Training da drin. Und dann dich auf die Bühne stellst und diese machst. Ja, komm. Und alles. Dann setze ich mich hier hin und kommentiere dich blöd. Ein Applaus. Moment. Oh, das. Wo schüttest du jetzt eigentlich die ganze Zeit? Ein Applaus, bitte. Hin? Wir haben hier noch einen Müllsack, glaube ich. Ja, das ist richtig. Wir sind doch vorbereitet, oder? Ja, wir haben jetzt eine Dönerwaffel schon und es würde passen. Ah. Auf der Chaos West. So, also, das hier ist übrigens Günther. Wie heißt er gerade? Günther. Nicht. Günther. Oh. Günther. Aber mein Dank. Einhorn. Genau. Was war das gerade? Wer hat dich gerade angerufen? Ich glaube, dass das Nock hat mich angerufen. Also, ich finde das ja auch ein bisschen komisch. Raclette-Gerät ist schon im Hotel. Oh, das ist schade. Weil normalerweise. Oje, das Raclette-Gerät. Wir haben doch hier bestimmt eine Waffelstange, oder? Ja. Ja. Da müssen wir jetzt. Das ist die Waffelstange. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Waffelengel. Wir haben eine sehr, sehr kurze Waffelschlange. Setz dich doch hier zu uns. Können wir nicht irgendeinen Computer, so einen Apple mit einer Kernel-Panic, das würde doch auch für Raclette-Käse. Hatten wir hier nicht noch ein Mikrofon? Du weißt, dass du jetzt auf den Kräutern sitzt, die du schneiden willst? Die sind noch eingepackt. Aha. Ich sitze auch nicht drauf, die sind neben mir. Das macht es natürlich viel besser. Liegt da noch bei euch ein Mikrofon rum oder wo ist das hingekommen? Das zweite Mikrofon ist auf dem zweiten Sofa. Dann hol das doch mal her, dass du auch reden kannst. Gibt dir noch eins? Vielen Dank. Da drüben liegt noch ein drittes Mikrofon, das Herald-Mikrofon. Das sollte am Risiko. So, das sollte funktionieren. Also, vielleicht kennt das noch einer von der Waffelschlange. Also, früher war das so, dass wir noch einen Geldeimer hatten. Der ist irgendwie verloren gegangen bei der Bühne hier. Das ist okay, die Waffeln gehen auf mich. Okay, das finde ich super. Einen Sonderapplaus für Dampfkatze. Das war auch sehr. Dankeschön! Na, ist doch ansteckend. Gib ihm. Nein, das ist die ganze Halle. Also wollt ihr euch schlagen lassen? Jawohl! Juhu. Ist das jetzt ein Applaus für die Applaudierenden? Ach, das kannst du dir aussuchen. Ja. Ja, das passt. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich erzählen wollte. Genau, ich wollte dich was fragen. Wie ist denn das passiert, dass du hier jetzt Sandwiches mit Maultaschen machen willst? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich war sehr übermüdet und hatte Hunger auf Maultaschen. Komplexe Fragen positiv beantworten. Ja. Und einfach. Ja, ich hatte Hunger und Lust auf Maultaschen. Ja. Ja. Das ist immer noch zu kompliziert. Also nochmal, wie kam das denn dazu? Ja. Richtig. Die Antwort steht doch schon überall auf unserem... Hallo, das Wok. Hallo, gibt es bei euch noch Einhörner? Bei uns gibt es Einhörner. Jetzt live auf der Bühne bei Chaos West. Ja, tschüss. Mit wem telefonierst du eigentlich die ganze Zeit? Ja, ich weiß es nicht. Also das POC zeigt mir hier nicht wirklich den Namen an. Von daher. mit ihr. Hallo. Ja, also anscheinend kann man bei uns anrufen, wenn man die Nummer vom POC wählt. Ja. Wenn man die Nummer kennt, die ihr vorhin im Stream gesagt habt. Ja, genau. Der war ja elegant, ne? Ich möchte nur mal anmerken, die Kombination der verschiedenen Kräuter riecht sehr intensiv. Nicht so intensiv wie der Knoblauch, glaube ich. Ja, das kann Hallo, Vincent. Ich möchte einen Einhorn von dir. Noch einen Einhorn? Aber Knoblauch schmeckt gut. Mir wurde gesagt, ich muss Einhörner sparen. Bitte gleiche Rechte für alle, ja? Also. L3D hat sie bezahlt. Ich glaube, der darf das. Mist. Ja. Tut mir leid, ich wurde erst heute dafür angeheuert. Also, ich hatte keinerlei Vorbereitungszeit. Hallo. Ich kann Waffeln backen, das ist meine Kompetenz. Guten Tag, Joni hier. Ich wollte fragen, was ihr noch so an Zutaten so. Habt. Genau, das ist er eine macht gute das schon Frage. Ganz richtig. Ich verbinde mal an Dampfkatze. Oh, hi, Joni. Einen wunderschönen guten Tag. Was habt ihr denn so an Zutaten? So, eine Waffe für den Herrn. Also, wir haben noch für einen kompletten Allergiker geeigneten Teig. Also, ja. Ich hab grad nur eins. Also, wenn du mir eine Waffe fertig machst, dann würde ich kurz, ich
bin gerade noch ganz woanders. Ja. Eichländern und ich finde so Curry Mango irgendwas Paste. Curry Mango Paste, klingt das gut? Also, das Publikum mag Curry Mango Paste. Ich guck mal, ich beeile mich. Okay, bis gleich. Was ist jetzt eigentlich hier mit dem Sandwich-Maker? Guck mal nach. Ich glaube, den habe ich wieder vergessen. Oh, die sehen perfekt aus von die hier. Die sehen richtig gut aus. Ja, Leon, ich glaube, dann ist jetzt... Wir haben jetzt hier eine Waffelschlange. Sandwiches. Haben wir auch eine Sandwich-Schlange oder ist es dieselbe? Wir haben einen Waffelkrieg, okay. So. Ja, okay, das hat sich jetzt alles gelöst. Ich suche jetzt mal noch eine zweite Rolle. Ich glaube, wir haben noch eine. Wir sind nämlich gut organisiert, also zumindest der Teil, den ich gemacht habe, innerhalb von 5 Minuten. Das heißt, es ist Zufall. Ich kenne das Phänomen. Wir haben nur 3 Sandwich. Der junge Mann ist der Erste. Jawohl. Und ein Sandwich. Das geht rein. Einen Applaus. Das Sandwich hat sich gerade umgedreht. Das ist jetzt nicht mehr Toastbrot, Schinken-Toastbrot, sondern Schinken-Toastbrot-Toastbrot. Wieder der Moment, wo man das Sofa umdrehen müsste. Und wo ist der Käse und der Knoblauch? Vor allem der Knoblauch. Aber ich glaube, es sieht lecker aus, so ne? Schlimm, solange es noch nicht tropft. Ich glaube, danach muss die ganze Bühne grundgereinigt werden. Ich glaube, wir haben hinten tatsächlich noch genug Molton und Teppich stehen. Hey, eine Spendenpose. Wir haben noch genug da auf einer Veranstaltung mit 17.000 Leuten. Gib mal von den Maultaschen was her. Ich habe auch noch ein paar, die ich aufschneiden kann. 17.000. Du bist immer noch nicht fertig mit Schneiden und nimmst mir mein... Noch besser. Wieso, das ist doch fertig geschnitten. Job wieder weg. Haben wir noch ein Messer? Das ist wir doch haben das ein Messer. Messer. Wir haben hier wir auch haben ein Messer, Messer liegen. Schau, also ja, das die Leute, die nicht organisiert sind, sind mehr organisiert als du. Das tut weh, weißt du, das tut richtig weh. Ich weiß, deswegen sage ich es auch. Wir haben 3 Monate unserer Vorbereitung in diesen Intro-Song gesteckt. Du sollst daraus lernen. Ja. Du sollst es nicht nochmal machen. Ja. Und Leute wie ich müssen das dann ausbaden. Oh. So. Apropos Sauberkeit. Was? Ist doch lecker. Okay. Weißt du, wir da drüben bei der Waffelbude haben gewisse... Hi. Oh, hi. Hi. Oh, Joni. Also, wir hätten eine neue Waffel. Haben wir ein Mikrofon für Joni? Hier ist noch ein Mikrofon mit dem... Das hört also, wir haben hier einen Schweineschnitzel. Paniert und gebraten. Bitte gut durcherhitzen. Jawohl. Das ist vegan. Das ist definitiv vegan. Dann ist gut. Also, ich würde es nicht essen, halt aber ich bin ja auch Vegetarier und kein Veganer. Der Fachterminus hierfür hätte gehießen... Halt mal kurz. Dann, stimmt, da war ja was. Waffel, Toskana-Streichcreme. Und es requested Curry Mango Papaya. Geil. Vorsicht, nicht viel stolpern. Spaß, guten Appetit. Die Frage ist halt auch, also wir kochen hier. Wir benutzen Club Mate, um dieses Ding da zu befüllen. Das war zu früh. Lässt du mich meinen Job machen? Vollen Menge. Ich habe nichts gemacht. Alles gut. Manchmal frage ich dich. Frage ich mich, was machst du hier? Das frage ich mich ja auch gerade. Also, ich setze mich jetzt einfach wieder hier in meine Schuhe. Danke, danke. Du machst okay, die Menschen alle einfach. Klingt logisch. Red gerne weiter, aber gerade Waffeln, ja? Und übrigens, also wir kippen da Mate rein. Wir kippen eine Flasche zu wenig rein, offensichtlich. Ich versuche, ihn gerade niederzumachen. Kannst du das kurz lassen? Ich habe das nur unterstützt. Wo ist eigentlich die Mate für uns? Mate für uns, uff. Wir haben Speakerwasser. Ich kann dir Wasser geben. Nee, ich glaube, wir haben da aktives Publikum, was von unserer Mate-Bühne oder von unserem Mate-Stand vielleicht noch einen Kasten holen könnte. Weil ich glaube, wir haben... Das was? Ist keine Mate. Ach so. Die wollte ich jetzt nicht exen. Wir hätten doch das Doppelwaffeleisen nehmen sollen. Nee, das ist für mich. Nein, hier. Komm. Danke. Das hast du dir verdient. Danke. Wollt ihr Wasser? Dafür, dass du mir alles versaust, danke. Wasser ist immer gut, Mate ist besser. Wir haben drüben beim Wok noch ein bisschen Mate. Stimmt, ich gehe sie mal holen. Hol du mal.
Okay, er ist weg. Was machen wir? Mehr Knoblauch, mir gefällt die Einstellung. Ja, das mit dem Knoblauch, das ist... Ich möchte mal anmerken... Der Dönerstand hat auch schon zu. Das war keine öffentliche Marke. Ich möchte mal ganz wichtig anmerken, er hat die Waffeleisen geöffnet. Die Waffel ist ganz komisch reingefallen. Und das ist das Ergebnis. Man merkt, wer an Waffeleisen steht und wer nicht. Schönes Gefährt übrigens. So, weil wir haben nämlich gewisse Qualitätsstandards. Du ja, gehst jetzt rüber. Wir haben eine Flasche Mate noch. Mehr haben Ach, das nicht. War die letzte. Ja. Das war vorher noch ein halber Kasten. Okay. Oh. Die muss dann aber eindeutig in den Teig in den nächsten. Weil... Kriegen wir das hin? Was ist denn die Nummer vom Bock? Das weiß ich nicht. Schade. Wir könnten ständig hier alles unorganisiert machen und dann Leute einfach beauftragen. 12.12 war der Knock-Helpdesk. Ja, da ist eine Waffelschlange. Das ist wie am Waffelstand. Sitzen fast nebeneinander. Nur eine Halle, also das zwei Hallen dazwischen. Die haben ja sonst nichts zu tun. Nee, du musst dich anstellen. Anstellen. Ja, da ist die Schlange. So, das ist aber die Käsetoastschlange. Das ist die Waffelschlange. Also das mit den Maultaschen, das... Stimmt, hier sollte es doch noch diese Maultaschen geben. Wir hatten zwei Sofa-Mikrofone und ein Herald-Mikrofon. Der Typ, der da drüben liegt noch ein Herald-Mikrofon. Mich hat gerade jemand tatsächlich angeschrieben. Mich hat gerade jemand angeschrieben, er bestellt ein Einhorn. Oder sie besser gesagt. Haben wir denn hier noch ein Einhorn? Hier liegt noch eins. Nee. Oh, da hinten. Kann nicht so weit werfen. Schauen wir mal. Oh. Ein Applaus! Dampfkatze, was meinst du? Sieht gut aus. Sieht gut aus? Aber ich überlasse ihm die Küche. Er hat das Sagen. Ja, das ist eine sehr gute Meine Meinung Idee. Nach ist das jetzt fertig. Halt mal kurz. Wer hat Interesse? Wurde ich jetzt tatsächlich zum Wasserträger abgestempelt? Nein, die Flasche ist leer. Genau. Bitteschön. Danke. So, es sind wie immer drei. Bitte? Das machst du echt gut. Tatsächlich viel angenehmer, hier einfach nur sitzen zu müssen. Hab das auch geübt. Gib's ihm erst aus, stell dich nachher. Wir haben tatsächlich noch Maultaschen übrig. Ja, dann machen wir doch Maultaschenpizza. Stimmt, Maultaschenpizza wäre auch so ein Ding. Maultaschenpizza? Wir haben könnt ihr jetzt mal alle leise sein, bitte kurz? Wir haben etwas sehr Wichtiges. Wir haben nämlich jemanden, der jemanden grüßen möchte. Ja. Das ist wichtig. Gerne doch. Hallo, ich bin der Tim und ich grüße meinen Freund Kevin Wolfruhm. Der wohnt in Darmstadt und ich grüße ihn einfach. Ich war noch nie live. Ich finde das gerade total cool. Okay, super, danke. Wir haben eine neue Interaktion und... Ich bin schon zurück. Belegst du das dann auch neu oder ist das dann auch noch mein Job? Also ich finde dich okay. Der Typ da hinten ist mir bloß irgendwie zu unorganisiert. Ich habe tatsächlich noch was vorbereitet. Was? Ja, ich habe noch was vorbereitet. Glaubt ihr ihm das? Mehr Knoblauch. Ich habe nämlich, wo habe ich es denn? Ich hatte es vorbereitet gehabt. Seht ihr? Deine Art von Vorbereitung. Wir haben eine neue Waffe fertig. Und zwar vor... Da ist ein Becher, der auch irgendwo hergekommen ist. Keine Ahnung. Vor einiger Zeit habe ich bei einer Bekannten daheim homöopathische Arzneimittel gefunden. 2 Stunden später hatte ich 400 Glasröhrchen bestellt und 1 Kilo Zuckerkügelchen. Und habe da jetzt homöopathische Mate hergestellt. Und nee, das habe ich schon auf der Bühne. Und habe mir gedacht, ich habe da mal irgendwas von einem Homöopathie-Wettessen gelesen. Jetzt haben wir hier, also das ist homöopathische Mate, so sieht das aus, wenn man das... Ich finde das schön, dass du das machst, aber könntest du ein bisschen weiter weg von meiner Küche gehen? Ich vertraue dir nicht. Können wir das bitte mit Tape abkleben? Wir haben hier alle möglichen Markierungen auf der Bühne, aber keine für die Küche. Ich finde einfach, du solltest nicht
hier, also von dieser Linie hier, ja, wieder nicht nahe kommen. Du, ich sehe von der Hand von einer das pinke Tape in der Hand. Setz dich einfach zu mir. Ich finde das super, das einfach hier abzutapen. Ich würde ja am liebsten gerade diese Linie ziehen. Ihr findet das super. Ich finde auch, der Typ sollte nicht mehr aufstehen. Er hat nämlich eigentlich hier das, naja, nicht wirklich organisiert, aber egal. Das heißt, wir kerkern ihn jetzt da ein und er darf erst aufstehen, wenn die Bühne vorbei ist. Das heißt, er muss jetzt die anderen Leute von der Couch schicken, was ich auch gut fände. Das heißt, du bist jetzt hier eingetaped. Das prangere ich hart an. Ich sollte übrigens ausrichten, dass der Nikolas nach Hause gegangen ist und uns viel Spaß bei der Show wünscht. Ja, okay. Also eigentlich war der Plan, dass der Nikolas von MinCorrect hierher kommt und das mit der Homöopathie vorstellt. Aber ich habe so das Gefühl, dass mit dem Plan funktioniert nicht so ganz. Aber ja, ich merke da gerade was. Fühlst dich noch nicht richtig heimisch hier, oder? L3D, mach mal die Füße hoch, bitte. Ich habe da gerade was gesehen. Aha. Mach mal bitte die Füße hoch. Das hier ist nämlich eine Ausziehcouch. Warte mal. Darf ich um die Couch aufziehen? Kurz da raus. L3D, möchte es gemütlicher haben. Du hast da eine gesamte Couch von... Okay, du hast mindestens einen jungen Mann, den du aufscheuchen könntest. Finde heraus, welchen. Nicht den Knoblauch aufscheuchen. Das ist der Letzte. Der Knoblauch ist da gut und ich glaube, da soll er bleiben. Also, das ist ja das Schlimme, wir haben nur noch eine Knolle. Mal wieder schlecht vorbereitet. Du hast einfach das Potenzial des Publikums unterschätzt. Wir haben hier ein Messer und ein Brett. Gut. Oder so. Wir machen das jetzt ganz einfach. Das kommt jetzt auf die andere Seite. Wir haben hier schon wieder jemand sehr Interessantes auf der Bühne auf einmal. Das heißt, wir geben ein Mikrofon nach darüber. So, was willst du hier auf dieser Bühne? Ich möchte gerne eine Shitty-Wok-Wok-Waffe. Ich habe hier China-Gemüse aus dem Wok. Also aus dem Wok-Wok von einem China-Stand da unten. Und ich requeste, dass das in eine Waffel umgewandelt wird. Die ja, Frage ist... Ich darf hier nicht raus. Ach so. Genau, das ist mein Bereich. Halt mal kurz. Das kann ich sehr gerne halten. Bitte schön. Ich muss erstmal noch eine Waffe halt machen. Mal kurz. Ja, weil die Frage ist, darfst du dich jetzt vordrängeln? Ja, mache ich immer. Das macht er immer. Findet ihr das okay, dass er sich vordrängelt? Ich habe Currywurst mitgebracht. Okay, er macht es mit Bestechung und die Schlange applaudiert auch. Von daher ist alles super. Jetzt ist natürlich die Frage der Menge. Das ist jetzt der kreative Anspruch an dich, aus Currywurst und China-Wok Waffeln zu machen. Also ich Vorsicht, das schwappt. Ich sehe das schon. So. Ich nehme das jetzt einfach hier mal. Ja, was ich vorbereitet hatte, ein Homöopathie-Wettessen. Ich bin noch nicht fertig. Kannst du mal bitte mich kurz noch fertig kücheln lassen? Ja, dann mach mal. Danke, okay. So, ich bin nämlich dafür, dass wir die China-Nudeln in den weichen Teig noch mit reinkippen und das andere danach. Und bitte mach das nicht zu Hause. Ich weiß nicht, ob dieser Typ das überlebt. Der muss es nämlich auch essen. Ich glaube, der isst alles. Ich kenne den. Ja, ja, einmal essen kann man alles. Ja, das möge stimmen. Die Frage ist immer nur, in welche Richtung, ne? Ja, ja. Also bist du eigentlich gut versichert? Kannst du seine Lebensmittelvergiftung bezahlen? Du bereitest das zu. Er hat mir das aufgetragen und du bist Chef, du hast das genehmigt. Nein, du bereitest das zu, du bist verantwortlich. Ich sehe das anders. Du hast mich engagiert. Du hast den Teig überlaufen lassen. Genau. Was hat Teig überlaufen mit giftigen Zutaten zu tun? Damit alles Waffeleisen kontaminiert. So. Ich kontaminiere dich gleich. Darfst die Linie aber nicht überschreiten. Ja, die Linie ist ja hier zu Ende. Hier darf ich rüber. Nein. Doch. Oh. Du wolltest was vorstellen. Ja, genau. Ich wollte was vorstellen. Und zwar, das war tatsächlich geplant. Ja, war schön. Ich habe noch Schicht. Ja, dann nicht. Viel Erfolg. Ja, ich danke für die Waffeln. Grüß die anderen von uns. Ich mach das doch glatt, ja. Wenn ich einen Knoblauch sehe, dann schicke ich ihn vorbei. Gerne. Ja, okay. Tschüss. Was ich vorbereitet hatte... Ich muss noch Geschichte machen. Was ich vorbereitet hatte, war so ein kleines Homöopathie-Wettessen.
Du wolltest, glaube ich, mitmachen? Nein. Nicht? Nee, das war deine Idee. Das war meine Idee? Ja. Okay. Ich glaube nicht an diesen Globuli-Schwachsinn. Ja, genau deshalb sollst du es ja essen. Mhm. Du wolltest aber bestimmt mitmachen. Ach, jetzt spielst du die Karte. Ja. Du wolltest mitmachen, deshalb sitzt du auf der Bühne. Ich bin froh, dass ich stehe. Ja, und noch ein Freiwilliger aus dem Publikum, der sich mit Homöopathie mal so richtig die Dröhnung geben wollte. Danach kann man nur gesund einfach mal vorkommen. Genau. Wer zuerst da ist, darf. Oder ich gebe mal einfach an zwei Leute. Da mache ich hier... Ja, kommt doch ruhig mal hoch. Dann, ja, ja. So, dann geht mal, kommt mal alle hier hin. So, ihr habt jetzt ungefähr Homöopathie im Wert von... Ich glaube, 200 Euro da drauf. Oh mein Gott. Und, mehr, also die Kugel teurer Zucker. Schon ein paar Euro. Also es ist Mate, Club Mate C95 da drin. Also nachweislich keinerlei Mate vorhanden. Wirkt auch garantiert. Also nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Genau. Ist Wasser erlaubt? Nein, Wasser ist nicht erlaubt. Wer es zuerst leer hat, hat gewonnen, würde ich sagen. Auf die Plätze, fertig, los. Fertig. Inklusive Schlucken natürlich. Einer hat sich gleich die volle Dröhnung gegeben. Brauchen wir das Zert oder geht's noch? Ich bin mal gespannt, welche Taktik gewinnt. Guter Zucker, ne? Mhm. Mit Knoblauch geht's. Haben wir noch ein Mikrofon? Knoblauch ist erlaubt. Nur Wasser war verboten. Ich glaube, die sind alle da drüben. Naja, gut. Ich habe mal nachgeschaut. Die Partei hat mal so ein Homöopathie-Wettessen gemacht. Und ich glaube, der Rekord lag bei irgendwas 120 Gramm oder so. Ja. Wir haben hier noch was gleichzeitig. Also diese komische Waffelkonstruktion hier ist fertig. Es ist bloß etwas kritisch, die zu transportieren. Weil mach hin, ich bin in einem Wettessen. Das Lustige ja, ist, so, der Körper will das gar nicht runterschlucken, wenn man das nicht kaut. Nee, ich meine, von wem? War das von dir? Ja. Genau. Okay, sorry. Bin mal gespannt, ob T noch eine Chance hat, das zu gewinnen. Also, wir bräuchten mal die, genau. Hältst du mal ein bisschen tiefer, dann sieht man das schön von oben. Also, Glas als erstes genau. Hatte ganz klar Leon. Gulasch. Das ist meine Kreation. Er ist immer noch am Kauen. Gulasch. Er kann schon reden. Gulasch. Stimmt, da war ja noch was. Gulasch. Hallo, das Wok. Der Benni, hallo, mit wem? Du sprichst mit dem Waffle Operations Center, live auf der Bühne. Ah, okay. Ja, ich weiß schon. Guter Stoff, ne? Ich da seid, ich brauche für morgen noch was. Wir haben keine Zutaten mehr für morgen, wir würden dann mal zusammenpacken. Wie ist das? Das Sampli-Team hat so eine Mail geschrieben, das solle man machen. Trocken, süß. Jetzt, wer schafft den ersten Rest zu schlucken? Ich bin definitiv wach. Boah, keine Ahnung. Wenn du Lust hast, die zu backen, ja dann kannst du das ja machen. Wir haben da Waffeleisen. Okay. Ja, nee, wenn euch jetzt was gefehlt hätte, hätte ich noch was ergänzen können. Aber ja, also wir haben gar nichts mehr. Ah, okay. Na, dann wird's knapp. Ja. Dann tschüss. Danke, ciao. Willst du eine Mensch? Ich hab das. Du bist fertig? Dann haben wir einen Gewinner! Gulasch. Mit einem Echtheitszertifikat. Ich halte das mal hier in die Kamera. Ich drehe das mal schön hin. Oh, das klingt gut. Also habt ihr gehört, die Waffeln sind okay. Dass das garantiert nicht über den Placebo-Effekt hinauswirkt. Warte, ah, jetzt ja, glaube ich, danke. Tschüss. Ja, natürlich, da gibt es so einen Link mit einem Video.
wo ich das selber gebastelt habe. Und dann habe ich hier noch Gulasch, so ein Ständerchen. Gulasch, ich habe das aber auch als Foto. Gulasch. Ein Trostpreis. Gulasch. Wie oft muss man das sagen, um das jetzt hier schon zu kriegen? Ah, schade. Ich habe hier noch ein Ständerchen ohne Zertifikat. Oh, danke dir. Bitte schön. Oh, stimmt. Brauchst ein Mikrofon, das stimmt, wenn du was sagen willst. Das stimmt, das ist ziemlich geil. Die GPN wird super. Ich habe noch eine Frage. Mit Waffen ist für den Anfang des Gewinnes auch ein Glas Speakerwasser? Haben wir noch Speakerwasser? Ich glaube, wir haben noch. Haben wir noch? Ja. Da steht, glaube ich, noch was. Nee, ich glaube, wir haben hier noch Frisches sogar. Vielen Dank. Dann vielen Dank fürs Vorbeischauen. Bitte schön. Dieser Countdown hier, der sagt mir noch 18 Gulasch. Minuten, aber ich weiß nicht, ob das wirklich Gulasch. Stimmt, weil das war irgendwie auch, der kann nur 90 Gulasch. Minuten oder so. Wir haben noch Zeit, sehe ich gerade. Wir haben noch Zeit. Gulasch. Jetzt Moment, mal ehrlich. Gulasch. Ja? Hast Gulasch. Du dir wirklich die Mühe Gulasch. Gemacht, das zu homöopathisieren oder ja. hast du es nicht gemacht, weil du glaub, wusstest, das hat sowieso keinen... Haben wir eigentlich Couchsofa noch in der Live-Schalte? Weiß dir doch mal das Gegenteil nach. Du hast gerade deinen Zucker mit Wasser verdünnt. Habe ich den Kontakt von Couchsofa irgendwo? Jetzt ist es wieder Mate. Das wollte ich gerade beweisen. Nicht mal die Farbe stimmt. Und es, nicht mal das Wasser mag es. Man sieht es vielleicht gar nicht auf dem Bild, aber hier unten ist auf jeden Fall noch eine Schicht unaufgelöst und auch mit einem Löffel passiert nichts. Guck mal, ist doch gelb wie Mate. Sieht schon aus jetzt, wie Mate. Jetzt sieht man es vielleicht besser. Das ist immer noch eine Schicht unten. Es mischt sich nicht. Das beweist gar nichts. Ich weiß nur nicht, ob du das jetzt noch trinken willst. Ganz mutig hier. Noch ein bisschen Knoblauch dazu. War übrigens gar nicht so eine geile Idee, Knoblauch dazu zu essen. Hab ich mir gedacht. Ich bin zu heiß. Schnittlauch will er dazu. Wer hat denn eigentlich das Waffeleisen eingestellt? Wir haben echt ein perverses Publikum, muss ich ja sagen. Okay. Also ganz ehrlich, wir hatten das Waffeleisen eingestellt. Gulasch. Was ist denn mit dem Waffeleisen? Das Waffeleisen war nicht auf der richtigen Temperatur. Gulasch. War viel zu heiß. Gulasch. Nein, Gulasch. Etwas über 200. Ja, genau. Ja, du hast gerade auf 150 runtergedreht. Also das hast du jetzt wirklich verkackt. Ja, okay, das mag sein. Aber es war deutlich über 200. Tut mir leid. Du kriegst, wenn du dich hinten anstellst, noch eine, glaube ich. Dann wird sie besser. Versprochen. Also. Was ist eigentlich mit diesen Sandwiches? Ja, ich würde gerade sagen, meine Geschmacksknospen haben eine Anfrage auf eine geschmackliche Abwechslung. Nein, danke, Gulasch. Ja, wie wär's? Wollen wir mal eine Sandwich-Runde für die Bühne machen? Ich hätte auch Hunger. Ich auch, Gulasch. Gulasch? Gulasch. Gulasch haben wir, glaube ich, nicht. Aber die haben auch Hunger. Hätten hier noch irgendwelche Schwerpunkte? Ich nehme alle halbieren. Halbe Sandwiches, ist das eine Erfindung? Was? Halbe Sandwiches, so, also die haben Hunger, wir haben Hunger. Ja, wir schauen mal, was wir tun können. Wie bist du eigentlich, okay, du bist jetzt mit deiner Homöopathie am Ende, oder? Ja. Hast du eigentlich vergessen, dass du da mal ein Quadrat hattest? Na, ja. Gut. Nein. Und irgendjemand Danke. Wollte Thunfisch mit Waffeln Danke. Bewerfen. Also du kannst mir gerne Anweisungen geben. Okay, bewerf mal Thunfisch mit Waffeln. Thunfisch ist Nein. der Typ da drüben. Also, wenn du mich mit sagst, dass ich so ein Zeug hier dafür verwenden... Wo ist dein Quadrat? Ich wollte das nur wegbringen, dass ich mich nicht wieder draufsetze. Kann ich hier irgendwem die Aufgabe übergeben, ihn festzuhalten? Also, ich weiß nicht, ob das mit seiner... mit ihm so ganz okay ist, aber ich finde das nicht okay, dass du ständig... Ich habe da tatsächlich so eine Idee. Eingreifst. Ich habe schon so ein Halsband. Wenn ihr so eine Leine bringt. Haben wir eine Hundeleine? Oder etwas Ähnliches? Das wäre gerade wichtig. Ich brauche den angekettet. Ich sehe schon, da wird schon geknüpft in der ersten Reihe. Ja. Die kann noch ein bisschen. Also, worüber können wir uns noch unterhalten?
Ja, eigentlich hatten wir ja noch, was hatten wir noch vorbereitet? Also eigentlich haben wir gar nichts vorbereitet, aber wir hatten es vorher von Verschwörungstheorien. Stimmt. Es gibt ja tatsächlich so verrückte Leute, die behaupten, die Waffel ist eigentlich eine Kugel. Bitte was? Ich muss das mal ganz kurz unterbrechen. Wir hätten nämlich ein Schnitzel fertig. Wir machen daraus nämlich ein Wettrennen mal wieder, weil wir haben nur zwei Schnitzel, eine neue Schlange lohnt nicht. Okay. Wir haben nur einen Begeisterten, ich finde das erbärmlich. Okay, wir haben zwei. Toll. Toll, jetzt haben wir sogar drei. Ja, drei Schnitzel. Jetzt muss ich euch zwischen euch drei entscheiden, oder was? Was? Okay, das finde ich jetzt komisch. Also, ihr müsst euch einig sein, Publikum. Kannst du es nicht zerteilen? Nee. Definitiv zu spät. Jetzt kannst du es vierteln. Ja, jetzt kannst du es vierteln. Dann passt es viel besser auf das Sandwich. Ich finde das ein gutes Argument. Ohne Käse? Immer deine homöopathischen Mittel. Ja, das stimmt. Also ohne Käse. Warum ist das ohne Käse? Weil dann hat er endlich wieder was zu tun. Viertel mal das und sei vielleicht mal ein bisschen leiser. Du hast hier schon genug verschissen, indem du das nicht organisiert. Vierteln. Ja. Das ist Dritteln. Nein. Guck mal, wie groß das noch ist. Das sind ganz klar perfekte das Viertel. Das sind 1, 2, 3 Teile. Kannst du das auch noch vierteln? Ernsthaft jetzt? Keine Sorge, wir haben noch eins. Also, ihr kriegt welches, das andere dauert halt bloß. Ja, passt. Das ist geviertelt. So, das heißt, wir haben hier einlagiges Sandwich. Ich glaube, er hat sich verzählt. Ich glaube, das waren nur zwei Stücke. Wir haben da vorne Kinder, die darauf warten. Die sind am Verhungern. Ja? Und ihr beklaut die? Das ist mein Frühstück, ja? Willst du auch eins? Mit Knoblauch. Okay, dann haben wir ein älteres Kind. Bitte. Ich fühle mich hier beim Essen auch etwas beobachtet. Ach was. Selber schuld, du hast das hier organisiert. Ich habe hier gar nichts organisiert. Ja, genau das ist ja das Problem. Verdammt. Du redest dich auch immer wieder selbst hinein. Das finde ich übrigens auch sehr schön. Also das mit den Waffeln, das kannst du echt verdammt gut. Das muss ich schon zugeben. Wir haben das ja auch geübt. So, Waffeln. Wie viele Waffeln haben wir denn eigentlich produziert? Ja. Also vor allem, wir haben mal überschlagen. Also wir waren so ungefähr bei einem Kubikmeter. Waffelteig. Eine Tonne Teig? Ich weiß nicht, ob... Ich glaube, so ein bisschen mehr als eine Tonne, aber... Müssen wir die Metro-Rechnung anschauen. Auf jeden Fall. Einhörner, ihr wart super. Vielen lieben Dank an jeden, der geholfen hat. Und an alle anderen auch. Was? Aha, also ich habe eher das Gefühl, dass das von freiwilligen Helfern, die als Sklaven gehalten wurden, hauptsächlich gemanagt wurde. Also die saßen da und haben geschuftet und teilweise wurde dann gefragt, wer denn hier vom Wok da ist. Da hat sich keiner gefunden. Weißt du, ob wir noch Themen haben? Hast du noch eine Idee für Themen? Gulasch? Oh, eine gute Idee. Wir hatten doch noch eine Person mindestens für einen Schnitzel. Gulasch. Gibt's da auch? Kann doch mal vorkommen. Gulasch. Haben wir noch eine Person? Gulasch. Sonst haben wir wieder Schwund in der Regie oder in dieser Couch da. Okay, jetzt müssen mindestens zwei da rauskommen. Wie du das schneidest, ist dir überlassen. Du hast da aber einen Zuschauer namens Publikum. Eins. Verdammt. So. Schaut mal da ein Zeppelin. Nein, ich habe ein Messer. Ich glaube, du kannst sie mit fliegenden Einhörnern ablenken. Boah, das ist eine gute Idee. So. Habt ihr denn noch irgendein... sagen. Habt ihr denn noch Interesse? Also wir könnten Sandwiches noch mit allerhand belegen. Mal schauen, was der Abend so bringt.
Also da stehen noch so... Wir haben noch jede Menge Käse. Das ist gut. Knoblauch-Schnitzel-Sandwich. Ein Knoblauch-Schnitzel-Sandwich. Das wird was... Käse. Knoblauch ist drauf. Knoblauch ist definitiv drauf. Der Käse wird, kommt wird auch oben ein drauf. Knoblauch-Sandwich nehmen. Keine Vitamine, keine Kräuter, auch schade. Haben wir noch ein zweites? Das sind sogar Stücke, also ich bin echt stolz auf dich gerade. Ja, dass hallo. Dass Stücke hingekriegt, das die groß sind. Wunderschönen guten Tag, hier wird noch eine für andere. Okay, nee, ja. Auch mit Käse. Ich gebe das einfach mal weiter. So. Die Sandwich-Reihe ist natürlich hart am, naja, verzweifeln, weil es gibt keine Sandwiches. Haben wir denn überhaupt noch Schinken? Oder gehen wir wieder zu... Ich habe noch was fertig. Ist die Sandwich-Reihe auch mit Schnitzel zufrieden? Ach nee, wir haben da einen, der will Schnitzel. Okay, dann kriegst du auch Schnitzel. Wir hatten gerade einen Telefonanrufer, der fragte nach einer weiteren Wok-Waffel. Also mit diesem Asia-Zeug. Du hast das nicht mitbekommen, oder? Nein. Ich glaube, das will ich auch nicht. War die echt so gut? Muss ich das auch mal ausprobieren? Ja. Okay. Er hat mich überzeugt. Ich mache jetzt mindestens noch eine und ich werde mir einen Herzteil rausnehmen. Dann bekommt er halt nicht eine komplette Waffe. Aber ich glaube, das wird er überleben. Weil wenn die wirklich so gut ist, dann wird das nächstes Jahr der Verkaufsschlager. Das ist immer noch viel zu wenig Knoblauch. Darf ich noch mal fragen, was noch auf dem Sandwich-Maker noch drauf liegt? Gulasch, auch was? Knoblauch. Was liegt denn da auf dem Sandwich-Maker noch drauf? Momentan nichts, den könntest du bestücken. Wie viel denn? Da liegen noch so zwei Gläser. Was ist mit denen eigentlich? Gläser, das sind verschiedene Soßen. Also komm einfach mal hier rauf, warten wir ja immer sehr sympathisch. Das klingt schon besser. L3D, wegen dem Curry, Mango, Papaya. Eine schöne Geschichte. Und zwar gibt es da diese Gno-PN, diese Knoblauch-Programmiernacht. Sie meinen die nach dem Gulasch stattfindet? Genau. Und auf dieser habe ich einmal ein Chili con Carne gekocht. Also kein Gulasch? Kein Gulasch, aber ein Chili con Carne. Gulasch? Gulasch? Ein Chili con Gulasch. Okay, ja. Ah ja, ein Chili con Gulasch. Und da habe ich dann die Bohnen vergessen. Und habe die dann durch ganze Knoblauchzehen gleicher Menge ersetzt. Das ist ein guter Anfang, ja. Ja, das war genug Knoblauch. So etwas wie genug Knoblauch. Okay. Sowas gibt's? Ja. Es gibt nicht genug Knoblauch, höre ich. Also, da. Wer vom Publikum, irgendwie ist das kleiner geworden, habe ich das Gefühl. Wer vom Publikum ist der Meinung, es gibt nicht genug Knoblauch? Der hebe jetzt die Hand. Das finde ich super. Der Prozentsatz der Knoblauchliebhaber ist, glaube ich, hochgegangen. Vielleicht ist vom Publikum auch noch jemand dabei, der Knoblauch dabei hat. So eine Notration, die man immer braucht. Gute Frage. Ich glaube aber, die wäre schon lange auf die Bühne bekommen, weil die sehen, dass wir einen massiven Knoblauchmangel haben. Ich bin übrigens mal dafür, dass du hier noch anfängst zu schälen. Jetzt kannst du deine Misere endlich mal aufsparen, dass du das nicht organisiert hast. Weil ich finde das halt so... Du lädst hier Leute ein. Ja. Eine Stunde bevor das hier anfängt. Ja. Die sollen dann organisieren. Ja. Was du verbockt hast. Ich habe heute ein paar Sachen verbockt. Aber ja, ich war heute am Sonntag am Hauptbahnhof noch einkaufen, damit wir Waffelzutaten haben. Bin ich extra mit der Tram rausgefahren. Okay, muss ich zustimmen. Aber Status ist immer noch, wir haben keine Zutaten mehr. Wir haben noch für einen ganzen Eimer Teig Zutaten. Ja, ja, für jetzt. Aber wir haben morgen auch noch einen Tag. Und ich glaube, unsere Waffel, okay, jetzt Knoblauchwaffel begeistertes Publikum, wird den Eimer heute noch leer machen. Also du meinst also, dass wir morgen noch mal Waffelzutaten kaufen sollen? Reicht das? Reicht das? Ja. L3D, ich glaube, wir müssen für morgen nochmal Waffelzutaten kaufen. Ja, irgendjemand müsste aus der Metro Waffelzutaten kaufen. Ich nicht.
Machst du das? Also ich habe leider nicht mehr genügend Würstchen, um das perfekt zu garnieren. Deswegen das sieht schon ziemlich gut aus. Ich leider nur ein Viereck. Definitiv muss da aber noch Knoblauch drauf. Jo, ich bin mit dem Zug da, voll geil mit dem Zug. Ich mag Zug. Züge. Züge sind toll. So. Gulasch. Und jetzt nehmen wir natürlich noch etwas von diesem Grünzeug hier. Gulasch. Ich habe das in irgendeiner Kochshow mal gesehen, von daher. Gulasch. Genau, Gulasch ist ein gutes Kommentar dazu. Das kann man nämlich auch kochen. Garniere ich das jetzt noch schön. Die Frage ist, eigentlich hatten wir auch mal schöne Tellerchen, wo man das gut mit transportieren konnte. Ich habe tatsächlich Teller dabei. Gulasch. Was, du hast was organisiert? Ja, guck mal, vorne in der Kiste müssen die drin, in der Pappkiste. Vorne in der Pappkiste, Gulasch. Bei der Bühne. Jetzt läufst du gerade genauso orientierungslos rum wie ich vorhin. Da vorne an deinem Tischchen, da steht eine Pappkiste. Und da sind tatsächlich Teller drin. Tatsächlich. Schau mal, siehst du die Person da, bewerf die mal mit einer Waffel. Nicht mit dieser Waffel. Das die kann Person, die Engel auf dem T-Shirt hat, bewerf sie jetzt mit einer Waffel. Das kann ich nicht machen. Das wäre wichtig. Das ist wichtig. So, diese Person. Wir hätten für die S3W noch einen Änderungsvorschlag. Ja. Und zwar zwei davon übereinander mit Käse dazwischen. Boah, Käse, ich mag Käse. Würdest Joni, du das machen? Ja, weil ihr es seid. Joni, komm doch einfach zu uns hoch und bleib bei uns sitzen. Aber das eskaliert dann, glaub mir. Das ist okay. Ja, das muss es doch, sonst macht es doch keinen Spaß. Hallihallo. Einen wunderschönen guten Tag, mein Das Süßer. Ist keine Eskalation, das ist Chaos. Und dafür stehen wir hier mit unserem Namen. Chaos Computer Club. Finde ich gut. Mit Kommunikation an der zweiten Stelle. Wir haben Waffeleisen. Und eine Fritteuse? Wir haben Waffeleisen. Alles klar, dann muss da nur ein Topf und Öl drauf. Das stimmt, wir haben einen Topf. Und Öl? Wir haben einen Liter Essig. Wir haben Butter. Essig und Butter. In Essig geht das auch? Ja, aber wir können es in A3 ausdrucken. Geht das auch? Ja, natürlich. In Essig frittieren ist, glaube ich, einfach nicht gesund mehr. Ja, das glaube ich auch. Und mit Gulasch geht das auch nicht. Aber Gulasch frittiert. Oh! Gulasch in Reisbällchen und dann frittieren. Das klingt sehr gut. Wird es das an der GPN geben? Hört die Gulaschküche zu? Die Gulaschküche hat nicht zugehört. Irgendjemand von der Entropia hier? Hallo? Uhu. Einen wunderschönen guten Tag. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Gulasch in Reiswaffe. Er war abgelenkt. Ja, das klingt in die richtige Richtung. Mit extra viel Käse. Natürlich, du wolltest mir nur noch die Einladung schicken. Ich möchte kommentieren, wir haben auch noch Zwiebeln vorgewürfelt. Also ich weiß nicht, wer gesagt hat, dass wir vorgewürfelte Zwiebeln brauchen. Ich habe auch noch Salami gekauft. Wir haben auch noch Salami, aber ich finde es schön, dass wir vorgewürfelte Zwiebeln haben, Knoblauch schneiden müssen und Butter noch fünf Sekunden, bevor es anfing, organisieren mussten. Butter, weil natürlich, ich habe 2,5 Kilo Butter da drin, die habe ich vorbereitet. Ja, fest. Ja. Auf dem Rezept steht flüssig. Ich hatte einen Blackout, das habe ich vorhin gesagt. So, die Waffel sieht irgendwie nicht gut aus da. Nee. Wir haben jetzt die zweite Waffel fertig. Das bitte nicht in die Waffeln. Nein, besser nicht. Das jetzt müssen Spaß. Wir natürlich noch Käse auf. Ich mach damit weiter. Da drauf tun. Ihr habt das bestellt. Ihr müsst das auch essen. Aber natürlich, gar natürlich. Kein Problem. Ich hatte vorher da mal so, wie heißt das Ganze, diese Maultaschen-Käse-Sandwiches bestellt. Genau. Ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Ich habe hier dafür so hast du ein ganzes zweites Sofa voller Helfer, die dich unterstützen würden. Die sind auch nicht eingegaffert. Das Problem ist, dass ich nur so und so viel Kochfläche habe.
Ich kann dir mehr Waffeleisen eskalieren. Wir haben nur keinen Strom dafür. Und woran liegt das? Organisation. Ich habe Verlängerungskabel. Diese LED-Wand braucht sehr viel Strom. Das ist das Problem. So, ich habe Verlängerungskabel, die sind lang genug. Langsam wird das hier mit der Zwischenlagerung echt kompliziert. Ja, gut, dann nicht. Weil natürlich müssen wir jetzt den Käse noch schmelzen, weil wer will harten Käse? Das will keiner. Das bedeutet, wir versuchen das jetzt entweder schwungvoll... Falls du Lagerfläche brauchst, ich habe hier... Oder wir machen das ordentlich. Da ist noch was frei. Genau. Du müsstest es nur eventuell nachbacken. Und dann kann das hier noch mal ein bisschen kurz rein. Wir machen natürlich erstmal noch eine Waffel, weil Waffeln sind immer gut. Und die Waffelschlange ist zwar nicht so lang wie an der Waffelbude, aber ist dennoch lang. So. Mir tut das ein bisschen leid für die Leute, die da anstehen. Ja, die stehen da schon echt lange. Teilweise schon, ja. Haben wir irgendwas, womit wir die bewerfen können? Knoblauch, aber das ist zu schade dafür. Wir können ja nochmal Aufgaben verteilen. Also wir geben hier erstmal halbfertige Sandwiches. Ich hab da Knoblauch oder wieder eine Soßen? Klammer vom Sofa? Die Klammer vom Sofa. Deswegen wollte ich eigentlich, dass du dir hier mal hin. Wenn wir plötzlich nach hinten umfallen, aber vorsichtig, hat ich weiß nicht, wie das mit der Couch ist. Also, ja, keine Ahnung. Du kriegst glaub, das hin. Mir vertraue ich ihm nicht. Rein. Ja, und wir sagen dabei viel zu selten Gulasch. Nicht. Ich habe Angst. Echt? Sollten wir öfter Gulasch sagen? Vertraue dir ja, natürlich. Nicht. Das ist jedes zweite Wort. Weil mit dem Gulasch Messer in der Hand. Hinter kann Gulasch. Die Tontechnik mich ganz leise machen? Du kannst das Mikrofon weiter weghalten. Stimmt. Das ist dynamisch. Ah, stimmt, das ist sinnvoll. Will noch jemand was? Oh, ja, das sieht gut aus. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Knoblauch? Gulasch. Ich hab da ein Messer. Das ist gut. Knoblauch könnte man definitiv noch nachschärfen. Knoblauch, Joni. Warte ganz kurz, ich würde das erst kurz klein schneiden. Dann kann sich das jeder selbst würzen. Wie viele sind hier? Mach noch einen oben drauf. Ich will die noch eigentlich rein. Wollten die hinten auch noch was, aber ich glaube, da kommt nicht viel an. Sorry, Walle. Also, wer steht denn vorne gerade an der Sandwich-Linie? Gulasch. Was willst du nur alles auf dein Sandwich aufhaben? Also, wir haben noch Nudeln. So. Wäre eine Möglichkeit. Wir haben noch Zwiebeln, wir haben Knoblauch. Haben wir noch Käse? Klingt gut. Wir haben noch irgendwelches Grünzeug. Ich weiß nicht, ob das giftig ist. Grünzeug könnte ja giftig sein. Ich weiß nicht, ich esse sowas. Das ist kein richtiges Fleisch. Ein bisschen Gulasch, Zwiebeln und Knoblauch. Das stimmt. Und es ist Hähnchen. Gulasch haben wir leider nicht. Außer Hähnchen. Okay, also ich probiere, was ich machen kann. Vielen Dank für das Mikro. Das kriegst du hier mal wieder zurück zwischen die Beine. Ah. Das riecht komisch. Das heißt, ich brauche jetzt mal noch ein fertiges Sandwich. Was ist da jetzt überhaupt genau drin, Joni? Das ist jetzt vorne aus der Glashalle, heißt das? Currywurst und dieses Shitty-Bock-Gemüse-Bock-Zeug-Nudel-Gedöns. Das ist die fachlich korrekte Beschreibung dafür. Außerdem, glaube ich, habt ihr Rum reingemacht und Mate und Zucker in Unmengen und Rum. Und ich glaube, ich habe Mate noch nicht erwähnt. Und alles andere, was in Waffeln gehört, was ich nicht weiß, weil ich bin nicht vom Wok. Das kann was? Ja. Das Prädikat, supergeil. Ja. So. Das erste ist fertig. Wer ist denn der nächste danach? Hat einen dort einen Applaus verdient. Also. Ja, kann man auf jeden Fall sehr gut essen. Nicht schön, aber lecker. Käse ist leider aus. Und der Thunfisch schaut da drüben ganz traurig. Hat immer noch keine Waffel gekriegt. Beide sogar. Das ist echt schade. Also, der ist schnell, der ist effizient, der stört nicht. Ich möchte mal einen Applaus für ihn. Das ist gut. Nudeln sind cool. Ja, ne? Genauso wie Gulasch. Wir sollten auch endlich das Nudel Operation Center aufmachen. Oh ja. Auf jeden Fall, also nicht als Konkurrenzveranstaltung, aber als Ergänzung. Genau für OpenWRT. So, ich bin der Meinung, das erste ist fertig. Dann da war wieder eine Nudel. Kandidat Nummer 1, schnappen Sie sich erstmal ihr, genau.
Bitte sehr. So, die anderen müssen noch zubereitet werden, aber ich glaube, die Waffel ist schon wieder sehr gut. Das heißt, ich finde das sehr schön, die Waffel ist schon wieder eine sehr gute Waffel. Bitte sehr. Möchte noch jemand probieren? Ich habe die Waffel schon weggemampft, die war echt gut. Ja, die war ganz bitte geil. Schön. Gerne mehr davon. Ja, fände ich auch. Obwohl, ja, wir wollen hier mehr Waffeln was haben. Was sagst du? Hallo. Gut. Regie, mehr Waffeln. Ich habe da noch eine Schlange. Also auch die Junghacker approven diese dieses, wie heißt das, Nahrungsmittel. So. Ja. Wir hatten hier einen Wunsch. Ich habe da drüben noch so ein mobiles Wok. Wollen wir das herholen? Ja, komm, machen. Ja, gut, ich esse erstmal kurz auf und dann. Hatten wir hier, noch freien Getränke? Strom? Bitte? Freier also, ich finde das schön, dass unsere. Also hier steht noch ein Wasser, ich weiß nicht von wem. Leute, die was bestellen, auch live zuschauen können, wie ich das hier anfertige. Das hat hier nämlich natürlich alle Standards. Und zwar werden wir das thermisch desinfizieren, nennt sich das. So, aber erstmal muss ich noch wissen, was die nächste Bestellung sein wird. Dafür hätte ich gerne nochmal ein Mikrofon, aber keine Kamera. Zwiebeln und Knobi. Zwiebeln und Knobi, das kriegen wir hin. Sehr schön. Zwiebeln und Knoblauch. Habt ihr Röstzwiebeln? Ja, Röstzwiebeln. Röstzwiebeln kriegen wir hin, aber noch nicht bei dir, okay? Schade, du hast dann verloren. Oh, da steht sogar wirklich was drauf. Da stehen Sachen drauf, deswegen. Abgefahren. Ich war bei Punkt 1, Gulasch. So, Gulasch. Okay, ja, Gulasch. Gulasch. Gulasch finde ich ja gut. Ja, so ich auch. So Gulasch ist übrigens auch ganz lecker. Was ist eigentlich in so Gulasch alles drin, außer Gulasch? Ja, ich glaube, da kriegen wir gleich den Telefonjoker. Sehr gut. Ja, kann noch ein bisschen. So. Ach, wir können ja auch schon mal Toasts nachlegen. Ich meine. Das heißt, rufst du mich an oder rufst du mich an? Ist das alles, was wir noch an Toast haben? Für alternative Zutaten zu Gulasch. Bin ich natürlich auch jederzeit bereit, Sachen beizutragen. mir fällt da bestimmt viel ein. Ich habe zwar zu Hause keine Küche, aber ich habe sehr perverse Geschmacksrichtungen entdeckt für Pizza. Nehmen Sie sich schon mal ein Papiertaschentuch auf die Hand. Hallo, Twi. Also die Frage war, was ist denn in so Gulasch alles drin? Der nächste Kandidat kann sich auch schon mal ein Papiertaschentuch nehmen. Genau, schmeiß einfach die zwei Plätze noch drauf. So. Hallo, hallo. Gulasch, wir haben Gulaschsuppe. Ich kann einfach kurz mit ihm tauschen. Kommst du hoch, dann komme ich runter. Ich gebe euch mal die Aufgabe, den Gulasch ordentlich anzukündigen. Ah. Oh. Das könnt ihr, glaube ich. So, das kommt wir jetzt zeitlich, aber knapp. Kommst du kurz hoch? Und du oder weißt, du, mich gefilmt das sind werden? Funkmikrofone, die reichen bis da drüben. Voll geil. Okay. Musst du mich jetzt so, eine nächste Waffel ist ready. Ich opfere meine letzten 19% Akku, um auf entropia.de. Ich wiederhole entropia.de. Ist das die Seite mit dem Gulasch? Gulasch. Das ist natürlich absolut keine Werbung für irgendwas. Genauso wie die Waffeln. Aber das ist ja ganz fantastisch. entropia.de/gulasch. Hier. Die Waffeln, die findest du natürlich auf c3wok.de/rezept. Seid ihr euch sicher, dass die Adresse korrekt ist? Ich komme auf shop.entropia.de und es wird gezeigt, die Webseite ist nicht erreichbar. Die Server-IP-Adresse von shop.entropia.de wurde nicht gefunden. entropia.de/ G-U-L-A-S-C-H. Ja. Oder bin ich deppert? L3D. Vielleicht ist Groß-Kleinschreibung also, wichtig. Großes G, oha, ein Internet mit großen Kleinschreibung. Könnte ich noch mal ganz kurz... Also wir haben jetzt hier noch zwei Sandwiches im Anmarsch. Ich möchte mal kurz wissen, also wir haben jetzt auch neue Soßen, die gleich mein Kollege mal vorlesen wird. Absolut kein Problem, ich warte auf dich. Kriegt er das hin, die vorzulesen? Ich glaube, der hat gerade kein Mikro. Vorlesen, was hier drauf steht? Genau, lest das mal vor. Guck mal, was hier drin ist. Da steht drauf, Joghurt, Salatcreme für leichte Salate. Ich glaube nicht, dass du einen leichten Salat zubereitest. Darum geht's nicht. Es geht um unsere Möglichkeiten, okay? Zu allen Arten von Salaten und als Grundlage für kalte Dressings.
Zutaten: Magermilchjoghurt, 30%. Rapsöl. Wasser. Branntweinessig. Glucose, Fructose. Hast du noch zwei andere Dosen? Ich kann noch mehr vorlesen. Streichcreme, Curry, Mango, Papaya. Ich mag die, die ist gut. Bio. Okay. Und noch eine. Das ach, war du alles. Willst nur die Titel. Richtig. Sag das doch. Nur die Titel. Streichcreme, Toskana. Weiter? Ja, sehr was gut. Ist da drin? Ah, jetzt willst du die zuschauen. Mit Paprika und Tomaten, vegan. Gut. Also, ihr habt gerade die Auswahl vegan. Gehört. Was wollt ihr? Ja. Alles, okay. Nein, nein, es geht gerade nur um das um das Feuchte. Das Feuchte. Zur Auswahl stehen. Gulasch ist auch feucht, die steht aber noch hier und ist kalt. Soll ich das mal Curry, Mango, Papaya und ich gebe das erstmal rüber. Okay. Dann kann der das nämlich noch vorlesen. Das nimmt mich hier echt alles ab. Gulaschsuppe. Du hast mich angeheuert. Jetzt regst du dich darüber auf, dass ich deinen Job mache, den du nicht organisiert hast. Also ganz ehrlich. Hey, haben wir da noch ein Waffeleisen? Geil! Finde ich super. Wir brauchen, glaube ich, bloß ein bisschen Tisch und Strom. Strom! Hey, also, es organisiert sich von alleine. Was machst du eigentlich? Ich weiß auch nicht, was ich mache. Anscheinend so, nicht. Also, du willst alles, willst du auch Gulaschsuppe? Wenn man nur lange genug wartet, braucht gut, das heißt, mehr zum Organisieren. Wir haben in unserer Schmierecke das erste mit allem. Es gibt noch Stühle, Tische, meine ich. Mit und das allem. Zweite war. Ah, kann man euch was helfen? Bei Currywurst habe ich nur noch Soße. Okay. Tut mir leid, meine Ressourcen gehen auch zu Ende. Wie bei der Waffelbude. Geht das? Muss ja. Okay, das heißt, wir haben auch noch Currysoße. Da kannst du leider nichts vorlesen. Du musst es aber, glaube ich, halten, weil das sehr dreckig ist. Du kannst kosten und raten, was drin ist. Ich tippe auf Gewürzketchup. So, und bist du bereit? Ja, siehst bereit genug aus für das zweite. Genau. So, weil meine Röstzwiebeln sind auch bald fertig für zwei Ladungen. Kriegt dieses Sofa jetzt ein eigenes Waffeleisen? Nee. Also ich habe hier ein Mikrofon in der Hand. Andere? Oh, doch. Und ich habe eins unter mir. Es gibt gute Soundeffekte. So, die nächste Waffe ist fertig. Vielen Dank. Ich bin braun geworden. Aber. Sehr gut, sehr gut. Nach der Mahlzeit eben testet das dann den Sapp unter uns. Ja. Ja, es ist richtig eingestellt. Jetzt brauchen wir nur noch den Strom, aber der kommt gerade. Hammergeil. Einfach nach hier vorne. Scheinbar. Soll aber noch Currysoße drauf. Ich habe ein Ja gehört. Power to the Sofa. Ja, ja. Ähnlich. Power to the Sofa. Sofa to the power. Nein, Ti, diesmal habe ich es gesehen. Leg das zurück. Nein. Leg das zurück. Oh. So, das kann wieder zu. So, hattest du uns gern. Nicht einen zweiten Eimerteig versprochen? Ja, aber ich darf nicht aus meinem Viereck raus. Ich kann da nichts machen. Was braucht ihr denn? Es steht alles da, du musst nur rühren. Wir bräuchten einen zweiten Eimerteig. Teig. Aber nee, einen zweiten Eimer macht, glaube ich, noch keinen Sinn. Wie lange haben wir denn überhaupt noch? Und wir bräuchten noch eine Schöpfkelle. Wir überziehen schon. Was? Ernsthaft? Überziehen wir schon? Ja, habt ihr schon mal auf die Uhr geguckt? Schon 10 nach 12. Also noch sind Leute da. So schlimm kann es nicht also, sein. Also, liebes Publikum, findet ihr, dass wir noch weitermachen sollten? Sagen wir doch mal so. Also wir überziehen definitiv noch nicht. Die Begeisterung ist da. Ja, wir lassen uns einfach von dem nächsten Act hier von der Bühne schmeißen, würde ich sagen. Wenn der genau. Auf die Bühne kommt, gehen wir. Mach das mal dein Waffeleisen gut. Auf. Ja. Tief so es lange, bis keiner warm. Mehr da ist. Ja. Es ist noch nicht warm. Also es heizt noch. Gut. Vier Minuten. Du musst dich beeilen. Oh. Für den neuen Teig. Ihr wollt jetzt wirklich nochmal einen neuen Teig machen? Also 4 Minuten, dann sind wir fertig. Was du in okay. Der Zeit machst, das ist deine Sache. Aber wir können ja den neuen Teig machen und danach noch Waffeln verkaufen. Wenn du das in 4 Minuten hinkriegst, dann ja. Schaffst du es in 4 Minuten, da unten den Knoblauch zu geben? Also in 3:30. Okay, dann glaube ich, bräuchten wir nochmal jemand, der Butter organisiert. Ich glaube, ich kenne da auch schon wen. In 3:20? Bitte. Dankeschön. Eine Lieferung für Sie. Vielen Dank.
Genau. So, der Herr, was möchte er denn jetzt noch drauf haben? Mit der Kette da unten an den Knoblauch zu kommen und den hochzugeben. Komplett? Natürlich. Der ist ja noch eingebaut. Alles, was ich habe. Ja. Huh. Großartig, danke schön. Ich habe theoretisch auch Waffeln. Gulasch. Immer einmal mehr Gulasch wie du. Gulasch. Komplett, also das ist dann kein Kochen mehr, das ist dann einfach draufschmeißen. Das machen wir eigentlich hier nicht. Wer vom Entropia muss eigentlich mitzählen, wie oft wir hier Waffeln sagen? Moment, ich, aber gleich Gulasch. Gulasch. Ah, das ist so, was ich verstehe. Ich muss bloß hier mehrere Sachen gleichzeitig machen, deswegen kommt hier gerade eine... Das hat keiner gesehen. Möchte sonst noch jemand ein Stück? Hätten wir hier nicht irgendwo so einen Countdown-Timer sehen müssen? Ja, der ist da hinter diesem Ding. Ja, da steht 2 Minuten 26. Ah. 2 Minuten 23. Ja, beeil dich mit deinem Stück Knoblauch. Das schaffe ich nicht mehr. Aber wir können hier danach hinten noch Waffeln verteilen. Ja, ich würde sagen, wir waffeln einfach hinter der Bühne weiter. Aha. Findet ihr sowieso alle super. Da gibt es auch Knoblauchteig oder und wahrscheinlich auch ohne Knoblauchteig. Ich habe eine bessere Idee. Wir schieben das ganze Waffelzeug einfach hinter ans FOH zur Regie, weil die ackern sich da seit 3 Tagen den Arsch ab, eigentlich noch viel länger, den kompletten Aufbau schon den Arsch ab. Knoblauch wirkt. Die haben jetzt auch mal Waffeln verdient. Aber absolut, die sind super. So, ist der zweite schon fertig? Ja, perfekt. Die Dame wollte was jetzt noch alles drauf? Will sie auch einmal alles? Also ich hätte Nudeln, ich hätte noch Käse, ich hätte Grünzeug, Knoblauch. Ich würde mal sagen, ich fange mit dem Abbau an. Bau du mal ab. Grünzeug, Knoblauch, Käse. Darf ich aus meinem Viereck raus, um etwas abzubauen? Grünzeug, Knoblauch kommt da jetzt mal drauf. Also einmal alles. Vor allem würde ich sagen, eine ziemlich erfolgreiche Sendung, also Show oder so. Ja, auf jeden Fall. Für die Show vorgenommen. Solange du mich nicht dabei störst, fände ich schön. Ich habe verdammt auch bekommen und war überhaupt nicht eingeplant, sondern bin einfach auf die Bühne marschiert. So. Ja, sehr gut. Wo kann ich das? Obwohl ich das einfach mal weiter. Hier schon gerechnet. Genau. Ja, warum nicht? Ich hatte es schon 3-mal. Ja, eigentlich sollte ich, glaube ich, Dönerfleisch vorbeibringen. Ja. Aber das hat nicht so ganz geklappt. Ja. Es wollte niemand mit zur Dönerei kommen. Oh. Alleine... Sorry, ich bin so, wir haben noch 2 Sandwich Begeisterte. Total. Aber jetzt bekomme ich deswegen zumindest... Deswegen schließe ich auch das Wok, weil ich ganz alleine da bin. Das ich sehe gerade hier, die Zeit ist schon rot. Aber Liebe und Anerkennung dafür. Ja, das ist rot und wahrscheinlich blinkt es gleich. Wir sind eigentlich halt schon vorbei, sagst du mir. Nee, es zählt noch runter. Aber ich habe Angst, was passiert, wenn diese Uhr bei jetzt blinkt. Die Zuschauer können mal darauf hinweisen. Hier kommt jemand mit einer... Dass die Chaospost echt super ist. Oha, jawohl. Oh, Aufforderung zur Bühnenräumung, zugestellt durch die Chaospost. Sehr gut, nicht schlecht. Ja,